Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist heute ein mehr oder weniger Let's Play. Eigentlich ein Format, das ich sonst nicht wirklich so durchführe, aber für dieses Spiel mache ich gerne eine Ausnahme. Mein Name ist Coppelius, ich bin ein Historiker für mittelalterliche Geschichte. Zumindest schimpfe ich mich als einen solchen. Und ich bin, um ganz genau zu sein, Doktorand. Ich beschäftige mich mit dem Militärwesen, nämlich mit dem städtischen Militärwesen. Und damit zusammenhängend haben wir zwei ganz besondere Bereiche, die Stadtgeschichte und die militärische Geschichte. Und Manorlords, dieses wunderbare Spiel, wird in der Zukunft genau diese zwei Bereiche auch vereinen. Wir haben einerseits ein Aufbauspiel mit einem unglaublichen, mit einer unglaublichen Verliebtheit, was den Detailgrad angeht. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch einen militärischen Aspekt, den wir im Zuge dieser Demo, die aktuell noch verfügbar ist, allerdings noch nicht testen können. Das werden wir dann hoffentlich das nächste Mal machen. Was wir uns heute aber anschauen können, und das tun momentan sehr, sehr, sehr viele Personen, sich einfach anzusehen, wie funktioniert der Aufbauteil des Spiels, was können wir machen und vor allem, wie funktioniert das Spiel, wie ist die Darstellung und was können wir erwarten? Ich denke, ich brauche gar nicht allzu sehr auf die Entwicklung des Spiels so eingehen. Mittlerweile verfolgen sehr viele Leute dieses Spiel, sehr viele warten darauf. Es hat sich ein richtiger Hype darum auch entwickelt. Und die Frage ist natürlich, wird das Spiel diesem Hype auch gerecht? Und meiner Meinung nach, ja, definitiv. Also es gibt keinen, der jetzt in den vergangenen Tagen diese Demo ausprobiert hat, der gesagt hat, nein, eigentlich meine Erwartungen sind in der Hinsicht nicht erfüllt worden, sondern alle waren eigentlich bisher hellauf begeistert. Und das schließt auch mich mit ein, nämlich nicht nur als Spieler, sondern gleichzeitig auch als jemand, der sich halt mit Geschichte auseinandersetzt. Und ich schaue mir halt auch immer sehr, sehr gerne an, wie wird Geschichte in einem Spiel verwendet. Gerade wenn es ein Spiel ist, das sich in der mittelalterlichen Epoche verortet und nach außen hin auch genau damit auch wirbt. Und da kommen wir auch schon zum ganz großen Punkt. Dieses Spiel wirbt damit, dass es nicht von sich behauptet, dass es, oder zumindest der Entwickler nicht behauptet, dass das Spiel ein Spiel sei, das die mittelalterliche Epoche historisch korrekt oder so darstellt, sondern erwähnt, dass es ein Spiel ist, das inspiriert ist von der mittelalterlichen Epoche. Und meiner Meinung nach tut der Entwickler dieses Spiels damit dem Spiel und auch den Spielern etwas sehr, sehr, sehr Gutes, weil die Erwartungshaltung dann vielleicht eine ganz andere auch ist, als wenn jemand auch behauptet, das ist alles korrekt. Dass das sowieso nicht funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Da verweise ich sehr gerne auf die ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen von den sogenannten Game Studies, die in diesem Bereich auch forschen, Wissenschaftler, die sich auch mit der Geschichtsdarstellung in Videospielen auseinandersetzen, ist eine sehr, wenn ich jetzt das so erwähne, als eine sehr aufstrebende Wissenschaftsrichtung, dann klingt das aber so, als wäre das jetzt da so nach unten quasi gekehrt. Das ist noch so was Kleines. Nein, das ist riesig mittlerweile. Das ist eine so große Forschungsrichtung mit extrem vielen Publikationen und mit großartigen Netzwerken und großartigen Forscherinnen und Forschern darin. Und die schauen sich ganz genau an, mit welchen Elementen spielen diese Spiele. Wie ist Geschichte quasi eingebettet? Wie wird Geschichte verwendet? Wird Geschichte als Werkzeug verwendet, um vielleicht persönliche Werte, Einstellungen, Vorstellungen, was auch immer, zu transportieren? Also, dass der Entwickler oder ein Entwicklerstudio im Hintergrund eventuell genau diese Werte über eine vermeintliche Geschichtsdarstellung zum Beispiel transportieren möchte. Das sind alles so Sachen, die eben die Game Studies sich ansehen. Und da entnehme auch ich immer einiges. Ich bin da ein stiller Mitleser. Ich bin selbst nicht sozusagen praktizierender Forscher in dem Bereich. Ich habe vorhin ja erwähnt, in was für einem Bereich ich sonst unterwegs bin. Aber ich konsumiere sehr gerne, was die anderen Leute da erforschen. Und ich lade alle dazu ein, mir es auch in der Hinsicht gleich zu machen, weil da sind schon sehr, sehr, sehr tolle Sachen entstanden und werden in der Zukunft tolle Sachen auch entstehen. Aber ich würde sagen, wir hüpfen hinein bei Manorlords
und beginnen heute mit einem Spiel, mit einem besonderen Run. Ich werde jetzt im Zuge dieser, ich habe noch keine Ahnung, wie lang das Video wird. Das schauen wir mal. Es kann jetzt mehrere Stunden gehen, es ist vielleicht aber auch in einer Stunde schon beendet. Das werden wir herausfinden. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, das Ziel ist es, ich möchte heute eine Angersiedlung, ein Angerdorf errichten. Das ist eine ganz besondere Siedlungsform. Und während die Leute, also während meine Charaktere, meine Siedler in dem Fall, die ganzen Gebäude und so weiter auch errichten, haben wir Zeit, um uns auch einzelne Details auch anzusehen. Und da möchte ich dann auch den Blick darauf auch werfen und eventuell auch euren Blick darauf werfen, um eben die vermeintliche Darstellung in diesem Spiel ein wenig zu analysieren. Dementsprechend, Rise to Prosperity, wir brauchen da gar nicht allzu viel jetzt da herumtun, weil es ist eine Demo. Außerdem, wir können momentan ja auch nicht speichern, deswegen ist es ja auch nicht so wichtig. Wir nehmen jetzt diesen, mit diesem schelmischen Blick, ein bisschen längere Haare, dann wird er vielleicht ein bisschen ausschauen wie ich. Wir werden noch ein anderes Abzeichen, dann nehmen wir am besten die sogenannte Bruche, die Unterhose, das ist perfekt. Das finde ich wunderbar, auf goldenem Grund. Weiß auf goldenem Grund. Das Thema Heraldik könnte man auf jeden Fall da auch noch hineinnehmen. Das kalten wir uns dann vielleicht auf für das nächste Mal eventuell. Oder ja, schauen wir mal. Wir werden sehen, was wir da noch Schönes machen. Okay, Continuum. Die restlichen Sachen lasse ich alle an dieser Stelle jetzt exakt gleich. Da brauchen wir jetzt da keine Veränderungen vornehmen. Wie schon gesagt, ich möchte eine sogenannte Angersiedlung anfertigen, ein Angerdorf errichten. Dazu möchte ich ganz kurz noch ausholen, was ist ein Angerdorf? Das ist eine ganz besondere Form von Dörfern, die sich dann so, ich kann es jetzt ehrlich gesagt zeitlich gar nicht wirklich so genau festmachen, aber es ist so eine Entwicklung, würde ich sagen, des wahrscheinlich 11. Jahrhunderts ungefähr, dass diese Form kennen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele. Warum wähle ich vielleicht auch jetzt gleich vorweg, warum wähle ich diese Siedlungsform oder nennen wir es einmal wirklich Siedlungsform? Ganz einfach, es ist einer der der häufigsten Siedlungsformen, die wir in Österreich haben. Ich bin ja aus Österreich, dementsprechend ist da eine gewisse Verbindung, vor allem so im niederösterreichischen Raum, auch in der Steiermark und so weiter, ist es eine ganz typische Siedlungsform. Und die sieht folgendermaßen aus, dass wir quasi Anfangspunkt und Endpunkt haben, markiert quasi durch die Hauptstraße, durch die Handelsstraße, die sozusagen durch den Ort auch führen kann. Es kann auch rundherum der Weg auch führen. Wir haben quasi in der Mitte eine Art Hauptplatz, der nicht als wirklich Hauptplatz eben bezeichnet wird, aber zumindest so eine Funktion eben auch hatte. Und das Ganze sieht dann aus wie so ein quasi ein leicht geschlossenes Auge. Also das ist in wie wenn man ein Auge nimmt und das drückt man ein bisschen zusammen, dann sieht das so ungefähr in der Form aus. Und rundherum haben wir dann die einzelnen Häuser auch platziert. In dem Spiel ist es aktuell so, dass wir für gewisse Berufe, oder ich glaube, es ist jetzt in allen solchen, in allen Belangen, glaube ich, so, dass du für gewisse Häuser oder für gewisse Berufe noch zusätzliche Häuser für die jeweiligen Beschäftigten auch anfertigen müssen. Das ist etwas, was ich in einem kürzlichen Stream auch, ich will jetzt nicht sagen kritisiert habe, aber zumindest angemerkt habe. Und ich glaube auch, soweit ich das rausgelesen habe aus den Nachrichten im Chat, dass daran auch gearbeitet wird, dass das eine Darstellung ist oder ein System ist, das nicht ganz wirklich zusammenpasst. Weil sehr häufig waren natürlich auch die Betriebsstätten gleichzeitig auch die Wohnstätten. Also es war nicht getrennt, dass man sagt, man hat seinen Wohnraum oder seine Wohnstätte und dann geht man quasi zur Arbeit, indem man dann woanders halt auch hingeht. Wir haben, wenn wir jetzt uns ein städtisches Gebiet ansehen, wir errichten eine Siedlung heute, keine Stadt, aber zumindest aus einer Siedlung kann in weiterer Folge eine Stadt dann auch entstehen. Dann haben wir ganz klassisch Handwerker, die im selben Haus Werkstatt haben und eben auch ihren Wohnplatz auch haben. Und das ist jetzt in diesem Spiel, wie üblich auch für dieses Genre, nicht der Fall. Aber meines Wissens nach ist das auch etwas, das durchaus angedacht wird.
das auch in diese Richtung auch zu gestalten. Gut, wir haben jetzt hier einen solchen Platz. Dieser Platz ist bislang ja ganz nett, würde ich einmal behaupten. Ich würde allerdings vorschlagen, wir haben hier, um das Ganze jetzt allerdings, ja, ich schaue mir das gerade auch an, ich glaube, ich werde jetzt noch einmal neu starten, weil ich bin, glaube ich, wieder in, genau, Neuenfurt. Wir haben hier ein Gebiet, das nur Bären anbietet. Ich werde allerdings das Spiel jetzt neu starten oder diesen Run neu starten, weil ich auch gerne ein Jagdgebiet dabei hätte. Das hilft mir nämlich, gewisse Dinge zu regeln, sodass ich mich mehr auf den eigentlichen Inhalt des Videos konzentrieren kann, weil mit Bären alleine ist es... Es funktioniert, das war gestern zum Beispiel in meinem Stream genau das gleiche, gleiche Situation. Es hat funktioniert, aber ist dann doch ein bisschen eine umständliche Angelegenheit, nennen wir es einmal so. Gut, neuer Versuch. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Vor allem ist auch die Lage dieses Platzes gerade nicht so gut gelegen, dass wir eine wunderbare Anker-Siedlung errichten können. So, wir starten wieder und sind nun in einem anderen Gebiet. Wir haben hier Wild Animals. Das klingt einmal sehr gut. Ich weiß noch nicht, welche. Ja, wir können hier wunderbar jagen. Wir haben auch Bären dabei. Und das können wir jetzt sehr gut nutzen. Wir haben hier auch eine relativ... Naja, wenn ich jetzt das als gerade Straße bezeichne, dann ist das auch nicht wirklich richtig. Aber wir können hier diesen Teil schon sehr gut nutzen für die Ausprägung dieser Angersiedlung. Wobei an und für sich hier das Grenzgebiet vorherrscht, das wir nicht überschreiten können im Moment. Und dann sind wir vielleicht doch ein bisschen knapp dran. Also vielleicht nehme ich das sogar anders her, dass ich unsere Siedlung sogar hier eingrenze. Dieser Teil hier, dass wir das als das Auge quasi erwählen, nicht bitte mit den Freimaurern und so weiter zu verwechseln, aber dass wir das quasi als Mitte hernehmen auch und rundherum dann sehr schön die anderen Häuser auch anfertigen. Grundsätzlich, wir haben ja zu Beginn des Spiels ganz normal die Quest, die wir auch erfüllen sollten. Da geht es auch einfach um das klassische Überleben. Dementsprechend werde ich einmal zuerst ein Logging-Camp auch bauen. Einfach einmal, um Sachen ordentlich zu platzieren. Meine Idee dahinter ist im Grunde so, dass ich später diese ganzen Gebäude auch wieder abreißen kann. Es ist also für den Moment einfach einmal notwendig, diese Sachen zu platzieren. Aber sobald das erledigt ist, können wir diese Sachen auch dann schon wieder abreißen. Gut. Während dann das Camp hier gebaut wird, werden wir dann, würde ich sagen, in weiterer Folge uns auch gleich um die Jagd kümmern. Also darum, dass auch tatsächlich schon Nahrungsmittel dann reinkommen. Ich werde das auch hier gleich nebenan auch platzieren für den Moment. Dasselbige auch dann für die Bären als Sammelhütte. So. Das sind jetzt willkürlich gebaute oder willkürlich platzierte Gebäude. Es wird jetzt eher ein bisschen dauern, bis das dann auch gebaut ist. Einfach nur, damit wir erstens jetzt über gewisse Sachen uns unterhalten können und dass diese Dinge auch gleich einmal erledigt sind. Vielleicht vorab, oder nein, ich warte noch jetzt kurz ab, bis, obwohl, ich sehe hier sogar schon, dass wir ohnehin diese Straße auch schon anfertigen können. Das ist natürlich sehr angenehm. Und wir werden die einfach jetzt einmal hier nach unten verbinden. Und hier ebenfalls gleich einmal Verbindungen anstellen. So, sehr schön, dass das einmal erledigt ist. Gut, also, während hier wunderbar gebaut wird und wir den neuen Leuten in der neuen Siedlung mit dem Namen Leifeld ein wenig bei der Arbeit zusehen können, können wir uns auch über ein paar Details unterhalten. Was mir an diesem Spiel aufgefallen ist, ist einfach diese wahnsinnige Liebe zum Detail. Das ist etwas ganz Besonderes, was ich bei keinem anderen Aufbauspiel bisher irgendwie erlebt habe, dass wir einfach
kleine, feine Details haben, die hoffentlich nicht übersehen werden. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr dabei, weil sie eben so klein sind, aber meiner Meinung nach einfach einen Charme versprühen, den kein anderes Spiel tatsächlich auch anbietet. Das beginnt zum Beispiel in diesem Fall auch schon damit, dass die hier zugeteilten Personen, also wir haben aktuell ja keine direkt zugeteilte Familie für eine gewisse Tätigkeit, sondern das sind 5 Personen, die jetzt einfach irgendwelche Arbeiten erledigen, die anstehen, dass das einfach schon dabei beginnt, dass die halt einfach ihre Position auch wechseln. Also nicht wie in anderen Spielen, sie gehen hin, hauen auf eine Stelle und dann wächst das Gebäude aus dem Boden oder was auch immer, sondern hier, sie wechseln ihre Position, sie laufen auch ineinander, wie wir gerade gesehen haben, und damit entsteht auch ein bisschen der Anschein einer tatsächlich lebendigen Baustelle. Was natürlich auch wunderbar ist, was sehr, sehr, sehr schön ist, ist auch das, was da im Hintergrund auch gerade geschehen ist, ist, dass eine Person, in dem Fall haben wir den Bartholomäus, der mit dem Ochsen gerade einen Baumstamm da hinten hingelegt hat, zu der nächsten Baustelle, die wir da haben. Und das ist auch ein, wie ich finde, wunderbares Detail, das wir in keinem anderen Spiel bisher so haben, weil meistens ist es so, dass wir dann ein Warenhaus haben oder ein Lagerhaus. Da sind dann die ganzen Rohstoffe eingelagert und im nächsten Moment kommt dann halt eine arbeitende Person, also eine zugeteilte Person, nimmt diese Ressource und geht damit dann zum Arbeitsplatz und legt das ab. Das sind dann entweder, wird das halt dann so in den Armen getragen oder man hat es irgendwie in einem nicht sichtbaren oder einem unsichtbaren Inventar. Hier allerdings sehen wir tatsächlich diese Tätigkeit, dass der Ochse diesen Baumstamm dahin bringt. Und da sind wir auch schon bei einem ganz schlagenden oder bei einem ganz besonderen Thema, nämlich der Frage Logistik für Baustellen, Logistik für so viele andere Themen. Die Sachen konnte man nicht einfach in die Hand nehmen. Man konnte nicht einfach 5 Bäume fällen und dann hat man die Baumstämme und nimmt es und geht dann zur Baustelle, sondern das waren Tätigkeiten, die einfach sehr aufwendig waren, weil wir hier natürlich von Ressourcen reden, die jetzt etwas sperrig waren, die sehr viel Gewicht hatten und so weiter. Und dementsprechend Nutztiere. Und das ist etwas, was ich zumindest ich persönlich in keinem anderen Spiel bisher so erlebt habe, dass die Anlieferung tatsächlich mit Kunz, heißt unser Ochse anscheinend, eben dort angeliefert auch wird. Und die ganzen netten Details mit eben diesen Zaumzeug, ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig so bezeichnet, das sind einfach sehr, sehr, sehr schöne Details, die mir persönlich gleich einmal sehr positiv auffallen dabei. Ich schaue jetzt nur ganz kurz, wie es da aussieht. Das erste Gebäude ist auch gleich einmal abgeschlossen, da fehlt nicht mehr allzu viel. Dann können wir auch ein bisschen mehr Holz gleich wieder produzieren. Ich spiele übrigens auf der einfachen Geschwindigkeitsstufe. Das heißt, ich spiele jetzt da an und für sich nicht schneller. Ich werde dann allerdings jetzt im Laufe dieses Videos zwischendrin auch einmal wechseln. Einfach damit wir auch gewisse Fortschritte auch machen mit unserer Siedlung, um uns wieder gewisse Dinge auch ansehen zu können. Gut, in der weiteren Folge wird hier nun der Unterstand für die Jäger, glaube ich, auch errichtet. Genau, und hinten dann noch für die Bären. Sehr schön. Ja. Naja, wir müssen dann noch ein Lagerhaus noch bauen. Richtig. Damit unsere Waren dann auch ordentlich eingelagert werden, damit sie nicht vergehen. Gut, das Hunting Camp ist abgeschlossen. Wir setzen eine Person gleich einmal ein als Jäger, weil, wie schon gesagt, einer der wichtigsten Dinge ist, dass wir gleich Nahrungsmittel dann auch produzieren, weil der Winter, der kommt ganz sicher. Und beim ersten Mal sind mir die Leute im Winter eingegangen, beim zweiten Mal war es eine relativ knappe Angelegenheit. Okay, während da drüben jetzt auch noch das mit den Bären gebaut wird, schauen wir einfach weiter. Oder im Gegenteil, schauen wir den Leuten nochmal beim Arbeiten zu und schauen uns ein bisschen an, wie die Leute auch gekleidet sind. Eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt da auch erwähnen muss, die ich immer wieder erwähne, weil es einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist die Frage der
der Materialien bzw. der materiellen Kultur. Und wenn ich jetzt sage, ich analysiere ein bisschen das Gewand, das sie tragen, und dann sage ich, ja, die haben gutes Gewand an. Also sprich, die Darstellung, die hier gewählt wurde, ist eine gute. Und damit entsteht quasi ein authentisches Bild, wie man sich halt eventuell diese mittelalterliche Epoche so vorstellt. Man muss aber sehr vorsichtig sein. Da kommen wir jetzt auch wieder genau zu diesem Begriff dieser historischen Korrektheit und so weiter, die nicht erreichbar ist. Man kann das nicht reproduzieren. Das geht einfach nicht. Du kannst nichts historisch korrekt machen. Was du aber machen kannst, ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die eine solche Immersion bildet, dass wir das Gefühl haben, tatsächlich quasi durch ein Fenster in diese Zeit hineinsehen zu können. Und materielle Kultur hilft da sehr, sehr, sehr viel. Einfach allein schon durch das Gewand, weil es etwas ist, was völlig gegensätzlich zu dem ist, was wir heute einfach als Gewand verstehen bzw. tragen. Aber man darf jetzt da diese Authentizität und so weiter nicht immer nur aus diesem Aspekt betrachten, dass man sich Gewand ansieht oder generell Objekte sich ansieht. Das würde nämlich nur eines bedeuten, dass man anhand dieser Darstellungen der Vergangenheit und dieser mittelalterlichen Epoche ein konkretes Bild verleiht, das eben nur anhand dieser Objekte in irgendeiner Art und Weise festzumachen ist. Dabei werden dann aber wichtige andere Punkte übersehen, wie zum Beispiel die gesamten gesellschaftlichen Ordnungen, also gesellschaftliche Strukturen, der Umgang zwischen den Menschen, das Soziale, das wirtschaftliche System eventuell, das dahinter steckt, religiöse Umstände bzw. religiöse, ja, weiß nicht, wie man es am besten bezeichnet, einfach das Religiöse. Das sind alles so Aspekte, die unbedingt dazugehören, weil ein Objekt, das Gewand allein, macht etwas nicht automatisch mittelalterlich, sondern es ist das Gesamte, in dem das auch eingebettet ist. Deswegen ist es auch wichtig, solche Dinge, den Blick für solche Dinge auch zu schärfen. Und was mir da mal in diesem Spiel schon sehr, sehr, sehr gut gefällt, was jetzt da auch so quasi Familienstruktur und so weiter auch schon betrifft, das ist genau das, was wir hier heroben haben. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, Familien zuzuordnen. In anderen Spielen hast du einzelne Personen, die du einzelnen Berufszweigen zuordnen kannst. Du hast zum Beispiel eine Familie und du sagst, gut, der eine ist jetzt Holzfäller, der andere ist ein Wächter und der andere ist, keine Ahnung, was machen wir noch oder was nehmen wir noch her, ist ein Bauer zum Beispiel, der halt irgendwie irgendetwas anbaut. Allerdings würde das jetzt nicht unbedingt dementsprechend, wie wir uns so Familienstrukturen im Spätmittelalter auch tatsächlich vorstellen können. Man muss auch bedenken, wir sind, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir sind am Ende ungefähr des 14. Jahrhunderts in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass es ein konkretes Jahr gibt, das in irgendeiner Art und Weise genannt wird. Und es gibt auch keinen konkreten Ort. Wenn wir hinauszoomen, dann sehen wir da sowieso irgendwelche Ortschaften auf einem Quadrat oder auf einem, ja, ich glaube, es ist ein Quadrat. Und das ist die Weltkarte, beziehungsweise, ja, nennen wir es einfach wirklich Weltkarte. Das sind jetzt aber keine realen Ortschaften oder so. Aber meines Wissens nach ist es so, dass wir ungefähr so in einem fränkischen Gebiet uns befinden. Also das ist so ungefähr zur Verortung und eben Ende des 14. Jahrhunderts. Und jetzt noch einmal zurückzukommen auf die Familie. Das ist zum Beispiel etwas, was mir hier sehr, 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 sehr gut gefällt. Wir haben zwar insgesamt 5 Personen in unserer Siedlung aktuell. Das sind sozusagen 5 unterschiedliche Familien. Das wird jetzt ein bisschen dann komisch, wenn wir dann Häuser bauen, weil dann plötzlich auch weibliche Bevölkerung entsteht und daraus dann Nachwuchs und so weiter auch. Also ich würde zumindest behaupten, dass es Nachwuchs sein soll. Zumindest es kommen noch zusätzliche Personen dann. Und die gelten dann als eine Familie. Und man weist also jetzt nicht einzelne Personen diesen unterschiedlichen Berufen zu, sondern Familien. Und das ist etwas, was durchaus Sinn ergibt. Weil sehr oft waren diese ganzen Betriebe, also wenn ich jetzt speziell an Handwerk denke, waren das Familienbetriebe. Und das bedeutet jetzt nicht, dass der Handwerksmeister dem nachgegangen ist und der Sohn dann vielleicht was anderes gemacht hat und die Frau halt, keine Ahnung, noch irgendwo anders tätig war, was generell schon sein konnte, aber
üblich war es eher, dass die gesamte Familie in diesem speziellen Zweig dann auch tätig war und auch zugearbeitet hat. Das heißt, das war ein gesamter Familienbetrieb, wo von quasi Kopf bis Fuß von der Familie alle dafür für das jeweilige Handwerk auch gearbeitet hat. Und das ist etwas sehr Nettes, dass man hier also Familien zuordnet und nicht einzelne Personen. Damit macht das Spiel meiner Meinung nach auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr guten Schritt. Macht es aber vielleicht auch spieltechnisch auch ein bisschen spannender, weil es das zumindest für mich persönlich auch ein bisschen schwieriger macht. Aber das ist ja auch kein Problem. Das soll ja so sein. Gut. Währenddessen, wir haben jetzt hier wieder eine Person, die wird gleich hinzufügen. Damit haben wir jetzt zwei Familien. Wir werden hier noch eine zusätzliche Person als Holzhacker auch einteilen. Damit sind drei Familien schon einmal fix für diese drei unterschiedlichen Betriebe ausgewählt. Jetzt, glaube ich, wird es auch Zeit, dass wir die Anger-Siedlung ein wenig konzipieren, dass wir uns anschauen, wo wir die jetzt sehr gut platzieren wollen. Ich habe, glaube ich, vorhin gemeint, dass wir das in diese Richtung machen, dass wir das hier ungefähr als unseren Mittelpunkt nehmen, dass wir hier vielleicht unsere Grenze setzen und den Teil hier drinnen als quasi, dann hätte ich hier nämlich auch schon eine gewisse Grenze. Wir werden das gleich einmal mit einer Straße auch markieren. Das wird jetzt nicht eine wirklich saubere Angelegenheit, aber das ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Thema dabei. So, dass wir hier also quasi zwei Wege haben, aber was ich ja auch machen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, was ich da gerade mache, also aus spielmechanischer Sicht, aber ich mache es einfach trotzdem. Das sind jetzt leider nur sehr, sehr enge Wege, aber meines Wissens nach ist, sobald die öfters gegangen werden, wären die auch, glaube ich, auch breiter. Und irgendwann sollte der gesamte Platz auch hoffentlich voll mit einem großen Weg sein. Keine Ahnung, ob das auch wirklich funktioniert. Wir werden es herausfinden. Schaut ein bisschen merkwürdig aus an dieser Stelle. Aber okay. Ist vielleicht auch ein bisschen groß geraten. Wir werden sehen. Wir werden auch hier in der Mitte dann, also nicht direkt in die Mitte hinein, aber irgendwie an der Seite dann auch eine Kirche noch bauen. Das ist vielleicht auch einer der ersten Dinge, die wir dann machen werden. Ist, glaube ich, sogar sinnvoller, die Kirche zu bauen und dann, wir werden zuerst einmal mit Häusern beginnen, würde ich sagen, für unsere Bewohner. Und auf der anderen Seite werden wir dann zuerst, bevor wir andere Gebäude bauen, die Kirche bauen, damit der Platz auch schön vergeben ist. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon insgesamt hier drei Betriebe, das ist alles schön drinnen. Und dann würde ich sagen, wir beginnen mit dem ersten Wohnhaus. Wir haben hier auch eine Wasserader, das ist auch sehr praktisch. Das hätte ich vielleicht vorher noch kontrollieren sollen. Kein Brunnen in der Siedlung. Nicht sehr ideal. Beziehungsweise ich werde, glaube ich, zuerst den Brunnen noch bauen. Den werden wir jetzt einfach einmal in der Zwischenzeit hierher platzieren. Natürlich ist ein Brunnen irgendwo in der Siedlung sehr praktisch. Es konnte übrigens bei einer Angersiedlung auch sein, dass auch ein Bach eventuell durchläuft, aber nicht überall war das auch der Fall. Es konnte auch irgendwie, dass das seitlich vorbei rinnt. Die Sache ist hier, wir haben hier ja keine Bäche, sondern wir haben ja hier eigentlich nur Wasserlinien, die erschlossen werden. Das ist es ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann würde ich sagen, wir beginnen nun mit dem Häuserbau. Das Besondere bei diesen Angersiedlungen ist, dass die Gebäude nach hinten sehr, also öfters sage ich jetzt einfach mal, sehr weit nach hinten auch reichen. Das ist ein too small, der Plot ist too small. Das habe ich vielleicht doch ein bisschen zu knapp bemessen, gar nicht zu groß, sondern Plot too small. Auf die Art und Weise hätte ich hier noch ein Plus drinnen. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube sogar wirklich, dass der Pfad ein wenig zu knapp ist. Macht nichts. Ich lasse es jetzt trotzdem so.
Wir machen das Beste draus. Gut, wir bauen das erste Haus und werden das auch gleich hier nutzen. Aha, not enough resources, dann muss das zuerst einmal so gesammelt werden und dann können wir weitermachen. In der Zwischenzeit schauen wir uns vielleicht den Jäger an, wenn wir ihn irgendwo hier finden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist, das können wir aber so rausfinden. Ja, da ist er schon. Bringt gerade ein Wild zurück. Und auch hier ist wieder, wie ich finde, so ein wunderbares Detail dabei, dass der Jäger nicht einfach nur ein Tier nun erlegt hat mit Pfeil und Bogen, dann hingeht, vielleicht irgendwie andeutet, etwas mit einem Messer zu machen und dann quasi das Tier aufhebt, zurückspaziert und plötzlich ist die Ressource von Fleisch irgendwie im Inventar drinnen, sondern, okay, auch wenn es jetzt durch den Baum gerade durchgegangen ist und jetzt wahrscheinlich durch die Häuserecke, gut vorbeigedriftet noch, dass auch hier dieses Tier ebenso zurückgezogen wird. Es schaut vielleicht ein bisschen locker für ihn aus. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel Kilo ein solches Tier tatsächlich wiegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine so lockere Angelegenheit ist, wie es jetzt aktuell scheint für diese Person. Aber zumindest finde ich einmal das sehr, sehr, sehr schön, dass wir das auf diese Art und Weise auch sehen. Schön zusammengebunden, eben auch die Läufe und so weiter. Also wirklich herrlich gemacht. Auf ein weiteres Detail weise ich dann darauf hin, sobald der Bogenschütze bzw. der Jäger dann auch wieder unterwegs ist und seiner Tätigkeit im Wald nachkommt. Weil was er jetzt macht, er ist einmal beim Häuten des Tieres, das Entfernen der Innereien und so weiter auch. Und ich nenne es jetzt einfach mal Vorportionieren. Ich bin kein Fleischhacker, ich habe da und auch kein Jäger per se. Ich habe da jetzt nicht den großen Einblick, was so diese Grundsachen mit auch dieses klassische Ausbluten lassen und so weiter wird da jetzt auch dargestellt dabei. Gut, ansonsten wird hier alles gebastelt, so wie es gebastelt werden sollte. Das finde ich gut. Wo ist unser erstes Haus? Momentan haben wir noch nicht wirklich viel da erledigt. Da werden jetzt da wahrscheinlich auch noch einige Bäume da noch gefällt, nehme ich einmal stark an. Aber das passt. Gut. Wir haben hier in dem Spiel die Ressource Bären. Das ist natürlich jetzt wieder eine Sache, die ein bisschen natürlich eine schwierige Sache ist. Ja, natürlich waren die Leute so weit, dass sie auch eben Früchte und so weiter auch gesammelt haben, die jetzt nicht per se angebaut werden, sondern die saisonal zur Verfügung gestanden sind. Und die man dann natürlich auch gesammelt hat. Also solche Beeren und so weiter ist ganz klar, das hat man natürlich auch gemacht. In dem Spiel ist es jetzt allerdings so, zumindest in dieser Demo, dass wir haben jetzt aktuell 5 Beeren. Ich weiß jetzt nicht, welche Einheiten das sind. Ich nehme an, dass das nicht eine einzelne Beere ist, weil die Leute können sehr lange von diesen Beeren auch tatsächlich leben. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen komisch ist, beziehungsweise nicht ganz so sehr passt natürlich, aber das ist so eine Sache, die halt einfach implementiert wird, damit das Spiel auch funktionieren kann, gerade dann, wenn man auch neu mit einem Spiel beginnt. Aber das Sammeln war natürlich auch damals ein Thema. Das waren auch Pilze, die zum Beispiel auch gesammelt worden sind, auch Beeren natürlich, die dann auch weiter verarbeitet worden sind. Sehr gerne hat man dann aber auch eben Weingärten angelegt, sehr gerne hat man dann auch Obstgärten angelegt, also das kultivieren auch davon, ganz so Sachen wie Äpfel und Co. Also da hat man auch sehr stark das Ganze dann auch gefördert. Ich arbeite sehr stark zur Stadt Wien und gerade in Wien waren die, ich glaube der Bogen ist jetzt da wieder unterwegs, kann das sein? Ja, genau. Gerade in der Stadt Wien oder für die Stadt Wien, da ist es ganz besonders, dieser Weingarten, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil der Wein, der am Ende entsteht daraus, ist eines der größten, oder nicht nur eines, es ist das größte Exportgut der Stadt selbst. Was sie auch angreifbar gemacht hat, weil die Leute dann immer angefangen haben, die Weingärten zu verwüsten, um den Bürgern der Stadt Wien möglichst viel Schaden zuzufügen. Gut, hier ist also unser Jäger, der Nickel, der gerade unterwegs ist. Und wir haben hier
eine ganz, ganz, ganz schöne Darstellung von einem Hüftköcher, einem Seitenköcher, nämlich ein Köcher genauso, wie auch sein sollte. Ich bin mir nicht jetzt hundertprozentig sicher in dieser Darstellung mit dieser ganzen Lederform und so weiter und die Beriemung auch hier wieder, aber es grundsätzlich ist einmal das, dass es ein Seitenköcher ist. In so vielen Spielen haben wir den Rückenköcher und das macht mich jedes Mal wahnsinnig einfach, weil ein Rückenköcher ist ein Produkt der Fantasie, zumindest einmal für die europäische Geschichte und das ist absolut unpraktisch. Also für all jene, die schon einmal Bogenschießen waren, das ist mühsam, den Pfeil dann da aus dem Rückenköcher rauszuziehen, weil der Winkel einfach, man sperrt sich selbst dabei einfach. Es ist eine Katastrophe. Und es gibt auch keinen Hinweis für einen solchen Rückenköcher in der spätmittelalterlichen oder generell mittelalterlichen Zeit für Europa. Es gibt eine Darstellung, in dem es so aussieht, als würde jemand einen Rückenköcher tragen, aber wenn man das im Detail sich ansieht, dann erkennt man, dass es eigentlich ein Hüftköcher ist, der mit dem Riemen einfach um die Schulter quasi so geschlungen wurde oder halt so drüber gelegt wurde. Aber das ist nicht die eigentliche Trageform von diesem Köcher. Ansonsten der Bogen, ich kann leider nicht näher ranzoomen, deswegen kann ich mir das jetzt so in der Darstellung nicht ansehen. Ich habe damals ein wenig Input liefern wollen, auch für dieses Spiel, gerade was Bogen und Pfeil auch angeht. Nur ich verstehe jetzt auch, warum sie gesagt haben, danke für den Input, aber das können wir nicht umsetzen, weil wir ohnehin nicht so genau hineinschauen können. Ist nicht ganz richtig. Wir können mit dem Charakter, mit unserem Hauptcharakter uns das vielleicht auch noch näher ansehen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich wollte eigentlich, dass diese Darstellung von Pfeil und Bogen auch ja, vernünftig ist. Ich meine, das ist jetzt okay, das passt. Im Endeffekt sind das so minimale Details, die jetzt nicht wirklich wichtig sind, aber ich beschäftige mich mein halbes Leben schon mit mittelalterlichen Pfeilen im Besonderen und da würde ich mich einmal freuen drüber, wenn es auch eine vernünftige Darstellung in einem Spiel auch gibt. Aber schon einmal 10 out of 10 Points, einfach nur wegen dem Köcher, der an der Seite befestigt ist und nicht am Rücken. Das ist schon eine ganz großartige Sache. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eine Sache vergessen habe zu bauen, nämlich oder umzusetzen, nämlich vorhin habe ich noch erwähnt, wir müssen eine Lagerstätte für unser Brot bauen. Natürlich habe ich schon drauf vergessen, weil ich sofort mit unseren Häusern loslegen wollte. Aber das macht nichts, das kann ich jetzt im Anschluss, sobald dieses Haus hier fertiggestellt ist, dann auch durchführen. Gut. Ich würde sagen, ich springe jetzt auch ein wenig in die Zukunft oder ich lasse das jetzt ein wenig schneller ablaufen. Einfach nur, um da ein wenig Fortschritte auch zu machen. Ich glaube, der Platz ist hier zu klein. Schaut ein bisschen komisch aus mit diesen einzelnen Furchen drinnen. Aber sobald wir den Mittelpunkt dann hierher verlegen, ich hätte vielleicht sowieso gleich das Lagercamp und so weiter hierher bauen sollen. Das war vielleicht jetzt gar nicht sehr sinnvoll, dieser Beginn, aber meine Güte. Ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so tragisch. Gut, der Brunnen ist einmal abgeschlossen. Und hier werden auch schon die Grundmauern des Hauses gebaut. Da wird fest drauf geklopft. Das Besondere ist, die Architektur in diesem Spiel ist sehr gut. Oh weh. Das ist die Handelsstraße, Leute. Okay, Moment. Ich muss unser Vorhaben abbrechen, sehe ich gerade. Oder nicht direkt abbrechen. Es ist noch nichts passiert. Aber das ist die Hauptstraße und nicht das hier. Okay, gut. Wir werden das ändern. Ich werde hier diesen Bau abbrechen. Kann passieren, dass wir jetzt unsere Ressourcen, glaube ich, verloren haben. Macht aber nichts. Nein, wir werden unsere Siedlung hierher bauen, weil ganz wichtig ist ja, ich möchte, dass der Händler auch durch den Ort reist und nicht am Ort vorbei. Vor allem, das ist hier die Hauptstraße und sonst würde unsere Siedlung eigentlich nur am Rande davon betroffen sein. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass unsere Siedlung floriert. Wir wollen, dass der Markt auch ordentlich dann das Geld in unsere Taschen auch bringt. Und dementsprechend
werden wir uns hierher orientieren. Ich glaube, das ist sinnvoller. Wir werden einfach tatsächlich jetzt dieses Gebiet dafür hier nutzen. Das bedeutet aber auch Logging Camp. Ich werde die Working Area nun woanders platzieren, nämlich hierher. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt, dass das Logging Camp da oben ist, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Schauen wir mal, wir werden es sehen. Auf diese Bäume hier kann man getrost verzichten, das ist nicht so tragisch. Ich nutze diese Möglichkeit nun aber, um den Fehler von vorhin zu beheben, um, bevor ich mit den Häusern beginne, nun noch dieses Lagerhaus dann auch tatsächlich baue. Also diese Granary. Ich würde sagen, ich mache das jetzt tatsächlich einfach hierher. So. Damit das einmal erledigt wird. Okay. Wir haben für 6 Monate aktuell noch Nahrungsmittel. Das heißt, wir sind jetzt im April. Aber gut, schauen wir mal. Neue Leute kommen erst dazu, wenn ich Häuser baue. Und in der Zwischenzeit müssen wir mit dem auskommen, was wir an Arbeitskräften haben. Wir haben einen Fachpersonalmangel aktuell. Wir werden das jetzt ein bisschen schneller wieder laufen lassen. Einfach damit sich hier auch wieder ein bisschen etwas tut. Der Ochse bringt wieder den Baumstamm. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich habe ja gleich zu Beginn des Spiels möglichst falsch begonnen, nämlich beabsichtigt falsch. Ich bin nämlich immer beim Ausreizen der Möglichkeiten in solchen Spielen, oder zumindest versuche ich es. Und deswegen habe ich völlig sinnbefreite Wege erstellt und wollte einfach nachsehen, ob die Charaktere, ob unsere Siedler tatsächlich diesen Pfaden auch zwingend folgen müssen oder ob sie auch selbst dann irgendwie einen Pfad wählen, obwohl wir eine Strecke festgelegt haben. Und das sehen wir jetzt gleich da heroben. Jetzt biegt er da links ab. In dem Fall würde die Person jetzt nicht diesen Pfad hier entlang gehen, um zu dieser Kreuzung zu kommen und hier runter zu gehen, sondern das, was wir alle wahrscheinlich machen würden, wir würden hier den kürzesten Weg dabei wählen. Das finde ich auch sehr gut, weil das Ganze gibt einem eine sehr realistische Note, meiner Meinung nach. Da wird der Baumstamm auch bearbeitet. Da hinten wurde auch einer schon gefällt. Sehr gut. Okay, in der Zwischenzeit kehren wir zurück zur Architektur. Da wollte ich vorhin jetzt eigentlich mit etwas beginnen. Dann bin ich aber auf meinen Fehler drauf gekommen. Die Architektur ist in diesem Spiel ganz besonders. Und da möchte ich ein riesen Shoutout wieder an den Jakob durchführen. Weil derjenige verantwortlich für diese Architektur in dem Spiel ist, die wirklich eine nicht nur eine optische Augenweide ist, sondern auch eine solche Liebe zum Detail auch wieder in sich trägt. Das können wir dann zeigen, sobald dann auch ein paar Häuser auch vorhanden sind. Und Jakob ist jemand, der sich auch wissenschaftlich mit der historischen Architektur oder mit der historischen Bauforschung, so hat er mir erklärt, heißt das, sich beschäftigt und hat sein Wissen und seine Erkenntnisse in dieses Spiel auch eingebracht. Das heißt, sehr viele Gebäude, noch nicht alle, aber sehr viele Gebäude aktuell und ich glaube, letztendlich sollen es dann auch alle sein, sind schließlich von ihm auch entworfen. Für einige hat er Vorlagen, konkrete, echte Vorlagen, die irgendwo quasi herumstehen. In anderen Fällen hat er ein bisschen tricksen müssen, wie zum Beispiel hier diese Granary, wie er erklärt hat, also dieses Lagerhaus für unsere Nahrungsmittel. Das ist der Speicher sozusagen. Da haben wir keine Vorlage. Das gibt es heute in dieser Form nirgends. Das hat nicht überdauert im Laufe der Zeit. Und deswegen hat er sich ja dann einfach an üblichen Gebäudeformen orientiert und hat daraus dann eine Architektur geschaffen, die auf jeden Fall glaubhaft erscheint. Er sagt selbst nicht, dass das etwas ist, was jetzt in dem Sinn Hand und Fuß hat natürlich,
aber etwas, was sich da sehr gut auch einfügen lässt und vor allem auch Sinn ergibt. Das ist zum Beispiel, dass wir hier ein Steinfundament haben. Hier oben haben wir dann auch sehr schön den Eingangsbereich, die Türe, was also bedeutet, dass das Ganze vom Boden noch abgehoben ist, was natürlich auch wieder Gründe der Lagerung und der Haltbarmachung auch von den darin eingelagerten Nahrungsmitteln auch betrifft, dass das der Hintergrund dabei ist. Also alles sehr gut durchdacht und nicht einfach nur schaut nett aus, hauen wir hin und damit hat sich diese Sache erledigt, sondern eben man versucht diese Sachen auch ordentlich einzubauen. Auch hier diese Form, das hat er uns erklärt auch bereits, das kann ich jetzt nicht genau wiedergeben, das sind Gebäude, die wir haben gedacht, dass hier noch so ein Querbalken, First, glaube ich, dann noch eingebaut wird. Da hat er aber erklärt, dass das für Gebäude dieser Zeit, für gewisse Gebäude in dieser Zeit nicht notwendig war, weil die da unten schon ganz speziell befestigt waren und oben auch noch ineinander eben auch greifen, dass das schon eine sehr stabile Bauform tatsächlich auch war. Also wir haben wirklich reingeschaut und haben gesagt, hey, hier fehlt etwas, und er hat uns darauf hingewiesen und gesagt, nein, da fehlt nichts, das war tatsächlich diese Bauform zu diesem Zeitpunkt. Und das ist natürlich absolut herrlich, sowas. Genau so würde ich es mir halt immer auch wünschen. Aber das ist halt leider nicht immer möglich. Okay, während hier wieder das Gebäude errichtet wird und gleich auch fertig ist, würde ich sagen, kann ich diese Pfade eigentlich auch wieder eliminieren? Das habe ich noch gar nicht probiert, nämlich Remove Road mit Alt. Yes. Ah, Schatz, sehr gut. Das ist das erste Mal, dass ich das verwende, nämlich. Gut, und dann werden wir hier nun das gleiche machen wie vorhin. Ich werde es jetzt aber nicht so extrem machen, sondern ich werde jetzt einfach nur... So, Greenery ist fertig. Ich werde jetzt nur den äußersten Weg einmal wählen. Also innen diese mehreren Linien habe ich jetzt einfach einmal weggelassen. So, ich würde sagen, das reicht einmal fürs Erste. Das passt hier, glaube ich, auch ganz gut auch mit dieser Verbindung dann zu der anderen Straße. Gut, und das sind jetzt quasi unsere Begrenzungslinien einmal für unsere Siedlungsform, die wir gewählt haben oder die ich jetzt ausgewählt habe. Okay, hier müssen wir noch eine Person einstellen. Und nun werden wir auch das erste Bürgerhaus, also Bürgerhaus ist jetzt übertrieben, aber unser erstes Haus für unsere Bewohner bauen. Was mir gesagt wurde, und das macht in dem Fall natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, ist, dass wir bauen sollten auf eine Art und Weise, dass wir... Hier, oh, das gehen sich sogar zwei aus, das ist herrlich, dass hier dieses Plus auch drinnen vorkommt, weil das bedeutet, dass wir dort auch das erweitern können, um einen eigenen Garten zum Beispiel anzulegen. Das ist etwas, was auch gang und gäbe war, gerade jetzt am Land natürlich auch. Da haben wir nicht nur die großen Felder, wo die Sachen angebaut worden sind, sondern das sind auch so Kleinigkeiten, quasi der eigene Garten vor der eigenen Türe. Das konnten dann auch Tiere und so weiter auch sein, die gehalten werden konnten, also Hühner und Co. und so weiter. Das macht auf jeden Fall da sehr schön Sinn. Gut, und auf Bauen klicke ich und weg. Der nächste sehr gute mittelalterliche Vorgang, weg mit die Bäume. Einfach abreißen, abholzen, abholzen, abholzen. Das ist quasi das, was den Leuten... durch die Adern ran damals, nämlich, das war eine sehr komische Formulierung. Nein, es geht einfach nur darum, dass die Leute damals extrem gerne, oder was heißt extrem gerne, massiven Bedarf an Holz hatten. Und dementsprechend wir von einer Zeit reden, in der eben sehr, 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 sehr viele Wälder den Äxten zum Opfer gefallen sind, weil der Bedarf sehr groß ist. Sehr viele grundsätzliche Landschaftsformen, die wir heute haben, entspringen dieser Zeit, so klassisch waldbefreite Gegenden, weil die halt einfach damals komplett abgeholzt worden sind. Andere sind wieder aufgeforstet worden im Laufe der Zeit. Da haben wir
kämpfen wir, also in Österreich zumindest, glaube ich, nach wie vor noch immer mit diesen Monokulturen und so weiter. Aber das wird auch immer wieder besser, was ich mitbekommen habe. Ah ja, hier hat sich die Straße nun auch schon verbreitert. Das ist gut. Sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht ein kurzes Wort zur Angersiedlung. Was ist der Hintergrund dieser Siedlung? Ich habe jetzt das noch einmal nachgelesen, weil das Teil meiner Doktorarbeit ist und ich habe es im letzten Stream allerdings nicht ordentlich wiedergeben können, weil ich gesagt habe, dieses Kapitel, in dem das erwähnt wird, das ist schon seit einiger Zeit fertig und ich habe so viele andere Sachen mittlerweile geschrieben, ich kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben. Und ich habe jetzt aber extra noch einmal nachgelesen, was für einen Hintergrund es hat, dass ich in meiner Doktorarbeit diese Angersiedlung auch ganz besonders erwähne. Und zwar deswegen, weil Angersiedlungen auch eine eigene organisierte Wehrform auch hatten. Angersiedlungen waren so konzipiert, dass die Bewohner der Ortschaft selbst diesen Teil auch verteidigen konnten im Bedarfsfall. Das bedurfte dann natürlich auch noch vielleicht weiterer Schutzbauten, noch weiterer, vielleicht auch befestigter Häuser und so weiter. Aber grundsätzlich war das die Idee. Diese Angersiedlungen haben nämlich unter anderem auch die sogenannten Fluchtburgen abgelöst, die wiederum sich entwickelt haben, damit, wie der Name schon verrät, die Landbevölkerung im Bedarfsfall flüchten hat können in einen befestigten Ort. Das ist eine Entwicklung gewesen des 10. Jahrhunderts. Für Österreich ist das ganz wichtig auch gewesen, weil Österreich sehr stark dann von den sogenannten Ungarn-Einfällen betroffen waren im 10. Jahrhundert. Und das sind dann auch sehr viele eben solche befestigte Häuser dann auch entstanden, klassische Burgen, wie wir sie heute kennen. Man darf sich das jetzt aber nicht als voll ausgemauertes und voll aus Stein angefertigte Burganlage verstehen, sondern das waren dann eben halt teilweise Holzhäuser, die halt einfach ein bisschen besser befestigt auch waren. Also da haben wir zu viel die uns heute bekannten Burgen vorm Auge, die sehr viele Jahrhunderte bereits hinter sich haben und sehr viele Erweiterungen hinter sich haben. Das waren im 10. Jahrhundert und dann schließlich auch so 11. Jahrhundert und so weiter, haben die Sachen nicht ganz natürlich ausgesehen. Auf jeden Fall, diese Fluchtburgen sind dann im Laufe der Zeit obsolet geworden. Das hatte mehrere Gründe. Das hatte nämlich auch erstens einmal mit dem Wegfall natürlich der Ungarn-Einfälle dann auch zu tun, hatte aber auch damit zu tun, dass allein jetzt auf einer Organisationsebene das sogenannte Burgwerk, die Burgwerksleistungen weggefallen sind für die Bewohner. Da möchte ich jetzt gar nicht allzu sehr auf das eingehen. Da ging es aber einfach um grundsätzliche Dienste, die Personen ausführen mussten. Das war zum Beispiel, sie waren verpflichtet, Brücken zu bauen, verpflichtet auszuhelfen, wenn es natürlich um den Schutz von einem gewissen Ort auch geht, aber auch auszuhelfen, wenn zum Beispiel Wehranlagen oder so auch gebaut werden. Das sind so klassische Burgwerksleistungen gewesen. Das hat sich abgelöst oder das wurde dann, hat sich immer mehr quasi auch aufgelöst, was unter anderem auch daran lag, dass die Personen, die dafür zuständig waren, das auch auf Stellvertreter auch übertragen haben, damit sie es selbst nicht mehr machen konnten oder auch einfach auch keine Lust dazu auch hatten. Es war natürlich Aufwand. Klassisch, wir kennen später eine andere Form davon, das sind die sogenannten Robotleistungen halt auch, die eigentlich auch halt nicht sonderlich beliebt waren dabei. Auf jeden Fall, diese Fluchtburgen sind nicht mehr wirklich benötigt worden und diese Angersiedlung ist quasi die Antwort darauf oder ist auch mitunter ein Grund eben für diese Entwicklung, weil die Personen einfach solche Fluchtburgen nicht mehr notwendig hatten, weil sie einfach ihre eigene Siedlung vielleicht sogar auch besser selbst verteidigen konnten. Und genau da fangen wir jetzt an. Ich meine, wir sind im Spätmittelalter, wir sind spätes 14. Jahrhundert, wir reden hier von einer Siedlungsform, die so eben ich würde jetzt einmal sagen, Ende des 10. Jahrhunderts ungefähr, vielleicht 11. Jahrhundert sehr, sehr üblich dann auch war. Aber wir müssen ja die Siedlung einmal gestalten, damit sie auch eine Zukunft hat, damit sie dann auch irgendwann einmal am Ende des 14. Jahrhunderts auch ankommen kann.
Gut, wir haben für 14 Monate Essen. Das ist sehr gut. Wow. Das ist die beste Leistung, die ich bisher so hatte. Na gut, man muss aber vorsichtig sein. Wir haben noch immer erst 5 Personen. Das ist nicht sonderlich viel. Die Wege sind sehr, sehr, sehr lang. Deswegen dauert alles auch ein bisschen länger. Aber die Leute sind brav. Sehr, sehr, sehr fleißig. So erwarte ich mir das als Herr dieser Siedlung. Ich denke, das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich würde sagen, dass wir uns genau das jetzt nur noch ansehen, wie das aus dieser Perspektive heraus auch ausschaut. Es ist schon schön. Also abgesehen von dieser Liebe zum Detail, was eben jene Objekte und Co. auch angeht, ist es einfach auch optisch so wahnsinnig ansprechend, dieses Spiel. Herrlich. Wirklich, wirklich herrlich. Eine Sache, die ich auch schon sehr gerne erklärt habe, ist das Gewand, das unser Charakter hier trägt. Für jene, die aufgepasst haben, es ist eben nicht der gleiche Charakter, den wir zu Beginn gewählt haben. Das liegt daran, dass für diese Demo nur diese Person dargestellt wird, obwohl wir am Anfang auch jemanden anderen ausgewählt haben. Aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Man kann in diesem Modus das Spiel nicht pausieren. Das ist jetzt ein wenig schade. Es ist jetzt nicht schlimm, aber es wäre jetzt davon Vorteil, wenn wir pausieren könnten. Aber schauen wir uns einfach einmal an, was die Leute so tatsächlich nun anhaben. Wir sehen auf jeden Fall, dass unser Charakter sehr fancy gekleidet ist und unsere Kleidung sich doch deutlich absetzt von dem, was die restlichen Personen hier tragen. Das liegt auch daran, dass wir definitiv etwas Besseres sind, ist ja ganz klar. Es ist nicht geklärt, wer wir sind, also jetzt in dem Sinn, was unsere Ursprünge sind, aber allein die Darstellung lässt vermuten, dass es sich hier um eine Person des Adels handelt. Ich würde jetzt sagen, der Prunk ist nicht super extrem. Also ich würde jetzt nicht vom hohen Adel oder so ausgehen, sondern eben von einem vielleicht niederen Adel, aber vielleicht ganz grundsätzlich einmal aus dem adeligen Kreise oder eventuell sogar von einem Patrizier, also von einem Bürgergeschlecht, einem älteren Bürgergeschlecht, das halt einfach sehr, sehr, sehr vermögen ist. Da wir aber jetzt eine neue Siedlung errichten und wir quasi das Ganze auch beherrschen, würde ich jetzt eher mal von einem Adeligen auch tatsächlich ausgehen. Wir tragen typisches Gewand, das am Hofe bzw. in höheren Kreisen am Ende des 14. Jahrhunderts auch getragen wurde. Das Blaue ist eine sogenannte Kuratie. Da gibt es auch noch andere Begriffe. Bei uns in Österreich würde man das als Joppal bezeichnen zum Beispiel. Also ein Jackerl, was man sich halt quasi so anzieht. Man erkennt sehr schön, das ist mit Knöpfen geschlossen. Nicht nur an der Vorderfront mit unzähligen Knöpfen, sondern auch an den Ärmeln. Es ist sehr eng geschnitten, es ist also sehr körperbetont, das Ganze. Und das ist auch etwas Typisches für das fürs Ende des 14. Jahrhunderts, sehr eng anliegende Kleidung. Das ist eine Entwicklung, die sich besonders dann nach der großen Pestwelle eben so in den 40er Jahren dann oder halt um die Mitte des Jahrhunderts dann auch entwickelt hat. Das hatte dann auch mehrere Gründe. Wir haben vielleicht auch zur farblichen Zusammensetzung, wir haben Blau da drinnen. Blau ist eine sehr besondere Farbe, die in späteren Jahrhunderten dann gar nicht mehr, also schon teuer geblieben ist, aber leichter auch zu färben war, nämlich mit so tollen Farbstoffen wie Indigo zum Beispiel. Das ist für das 14. Jahrhundert eben noch nicht so wirklich der Fall. Da haben wir eine durchaus heimische Blume. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Blume durchgeht. Das ist der Färberweid. Mit dem konnte man blau färben. Allerdings, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir auch tatsächlich diesen sehr kräftigen und sehr starken Blauton dabei auch rausbekommen. Da bin ich kein Experte darin, was Färben selbst angeht. Ich habe sehr viele experimentale archäologische Sachen gemacht. Gefärbt habe ich allerdings halt noch nicht. Aber das kommt ja vielleicht irgendwann einmal noch. Aber blau ist auf jeden Fall eine Farbe, die durchaus vorhanden war, wahrscheinlich jetzt nicht ganz so extrem häufig war,
weil sie ein bisschen umständlicher zu färben war. Da gibt es ja auch noch so viele andere Gründe ja auch noch. Es gibt ja auch diese Bezeichnung des Blauen Montags und so weiter. Da gibt es vielleicht diese ganzen Geschichten, die ihr auch schon einmal auch gehört habt. Grundsätzlich, je kräftiger die Farbe, desto teurer war sie. Es liegt daran, dass man einfach öfters Farbvorgänge auch durchführen hat müssen und dementsprechend sind natürlich auch die Kosten gestiegen. Das heißt, je kräftiger das war, desto teurer einfach. Und da ist wieder die Frage, welchen Zugang hatten jene Personen zu einem Stoff, zu einem eben Wollstoff zum Beispiel, der kräftig gefärbt war. Dieser wunderbare Herr hier hat ebenfalls einen sehr, ich würde sagen, kräftig gefärbten, sehr kräftig gefärbtes Obergewand an. Ebenfalls rötlich, würde ich jetzt nochmal sagen. Das ist jetzt durch den Schatten ein bisschen schwer zu erkennen. Ja, ist ja die Frage natürlich. Da würde ich mir wünschen, das ist jetzt ganz grundsätzlich gesprochen für solche Spiele, dass es auch andere Farben gibt und auch Abstufungen. Es gibt unterschiedliche Farben in dem Spiel. Wir haben schon sehr viele ausmachen können. Ich glaube, da kommt jetzt dann auch jemand hoch. Nein, das ist nicht der. Wir haben auch so ein Orange bereits auch gesehen. Das Orange würde ich jetzt da als klassische Zwiebelfärbung bezeichnen. Das ist eine wunderschöne Farbe, wenn es nach mir geht. Ist allerdings nicht historisch in irgendeiner Art und Weise so zu belegen. Also nicht für diese Zeit. Man braucht Unmengen an Zwiebelschalen, damit man diese Färbung auch so hinbekommt. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass das zu dieser Zeit bereits so stattgefunden hat. Aber kommt halt in dem Spiel halt so vor. Also da würde ich mir wünschen, vielleicht ein bisschen mehr noch sich mit dem auch zu beschäftigen. Ich werde das auch zusammenschreiben auf jeden Fall und auch dem Entwickler auch zukommen lassen. Und was ich mir wünschen würde, ist mehrere Farbtonabstufungen. Es ist kein Problem, wenn unser Charakter nun sehr kräftig gefärbten Stoff trägt. Ich würde mir aber wünschen, dass zum Beispiel diese Person, die hier dieses rote Gewand anhat, ein Rot trägt, das jetzt vielleicht ein bisschen mehr ins Rosa sogar schon hineingeht, weil es einfach nicht so kräftig gefärbt ist. Weil, machen wir uns jetzt nichts vor, die Personen, die hier sind, bauen gerade eine neue Siedlung auf, die werden nicht die vermögendsten sein und haben auch vielleicht nicht den größten Zugang auch zu bereits gut und teuren Stoff, mehr oder weniger. Deswegen, ja, also vielleicht ein bisschen mehr so in die Pastellfarbrichtung. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Was es nicht heißen soll, und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, ganz wichtig ist, dass die Leute bunt dargestellt werden. Dass wir nicht dieses elendige Bild des grauen, finsteren, dunklen, dreckigen Mittelalters in irgendeiner Art und Weise wiedergeben, was ja in so vielen anderen Medien ja passiert leider, sondern die Realität hat ganz anders ausgesehen. Die Leute waren wahnsinnig bunt angezogen. Da hat es dann auch so Sachen gegeben wie dieses klassische Mi-Partie. Also dass bei der Beinbekleidung unterschiedliche Farben auch getragen wurden. Linkes Bein grün, rechtes Bein rot zum Beispiel oder irgendwie solche Sachen. Also es war eigentlich sehr, sehr, sehr bunt und das sollte auch so weitergetragen werden. Aber ich würde mir wünschen, farbliche Abstufungen zum Beispiel da noch drinnen zu haben. Ansonsten, Hose habe ich jetzt eh schon oder mit Mi-Partie bei der Hose auch schon ein sehr gutes Stichwort auch gebracht. Das ist nämlich jetzt etwas, wo wir uns ganz besonders unterscheiden von dem, was hier unsere Siedler anhaben. Unser Charakter, wir schauen unserem Charakter jetzt zwischen die Beine und vor allem von unten nach oben. Ein vielleicht eher, naja, nicht der beste Blick, aber ein sehr wichtiger Blick, wie ich finde. Alles für die Wissenschaft, wie man so schön sagt. Was wir hier nämlich erkennen, ist nicht, dass er einen vorzüglichen Hintern hat. Nein, das nicht. Wir erkennen übrigens auch die Nähte, also die Naht, was ist wirklich wunderbar. Das sind sehr schöne Details für all jene, die sich halt mit Gewand dieser Zeit schon beschäftigt hat. Sondern wir erkennen, dass er eine geschlossene Hose trägt. Auf der Vorderseite haben wir, wir werden gerade zusammengeführt. Den interessiert anscheinend unsere Ausführungen zu unserem Gewand nicht allzu sehr. Was ich sehr schade finde, ehrlich gesagt. Ist das Haus eigentlich schon abgeschlossen da unten? Noch nicht ganz.
Okay, noch nicht ganz. Das passt, weil dann können wir hier an dieser Stelle gleich so weitermachen. Wir schauen ihm weiter zwischen die Beine. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Er hat auf der Vorderseite einen sogenannten Latz. Dieser Latz ist befestigt. Ich weiß, das Problem ist, der Charakter dreht sich leider immer weg von uns, also von der Kamera. Das macht es ein bisschen kompliziert. Aber man erkennt auf der Unterseite zwei schwarze Punkte. Also so auf der Seite. Ich vermute, dass das die Darstellung von Nestellöcher bzw. den dazugehörigen Nestelbändern auch darstellt. Weil dieser Latz war befestigt mit Nesteln und konnte eben aufgenestelt werden, also sprich geöffnet werden, damit der Latz runterklappbar war. Man kann sich das so vorstellen wie ein bisschen das Hosendürtel bei der heutigen Hose, die wir in modernen Zeiten nun auch tragen. Also, wir fassen zusammen. Wir haben eine geschlossene Hose mit einem Latz, die unser Charakter hier trägt. Wenn wir uns jetzt da allerdings anschauen, was die anderen Personen tragen, müssen wir nur schauen, dass wir zu denen irgendwie auch kommen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Während die eventuell bauen, können wir das machen. Ja, das ist nicht so einfach. Auf einmal taucht eine Dame auf. Das ist schön. Willkommen in unserer bescheidenen Siedlung. So, aber wir können es jetzt vielleicht erkennen. Oder auch nicht. Es geht sehr gut, wenn die Personen nichts zu tun haben und irgendwo sitzen. Dann können wir uns das anschauen. Jetzt ist es leider gerade wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich erkläre mal den Unterschied. Die Personen, die hier gerade arbeiten, die also nicht so modisch gekleidet sind, die haben noch eine alte Art der Beinbekleidung an. Und das ist auch ganz korrekt auch dargestellt. Wir haben jetzt so diesen Übergang von der getrennten Hose, von einzelnen Beinlingen, also von einzelnen Beinstrümpfen, die an der Unterhose festgebunden, festgenestelt sind. Und hier haben wir den Übergang von dieser getrennten Form zu einer ein wenig geschlosseneren Form, bis dann schließlich zur geschlossenen Form. Und natürlich in den Adelskreisen bzw. in den höfischen Kreisen, da entwickelt sich das Ganze und deswegen ist es auch logisch, dass unser Charakter da ein bisschen ja, aktueller quasi da den modischen Richtlinien gemäß gekleidet ist, während unsere Hörigen, unsere Untertanen sozusagen eben noch die ältere Variante tragen. Das ist auch der Grund, warum sie bei den Knien so Riemen auch angebracht haben. Das sind nämlich Knieriemen, die dafür da sind, damit diese Kniestrümpfe nicht nach unten rutschen. Sie sind zwar auf der Oberseite mit Bändern am Bruchengurt befestigt und trotzdem kann passieren, dass das Ganze halt durch Bewegung und so weiter anfängt zu rutschen. Und deswegen macht man das dann auch noch sehr gut oder sehr schön auch dann bei den Knien dann auch fest. Dann sitzt das nämlich sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten, das Obergewand, das sie anhaben, ist ist auch geknöpft in dem Fall, genau. Es geht ein wenig in diese Richtung dieser Kurati, die wir auch tragen, allerdings in einer wesentlich einfacheren Ausführung an den Ärmeln, glaube ich, nicht geknöpft, deutlich auch weiter, also jetzt nicht ganz so eng, aber ja. Diese Knieriemen übrigens, weil es mir jetzt auffällt, tragen wir nicht, weil das bei der geschlossenen Hose nicht notwendig ist. Und was ihr vielleicht auch seht, ist, es werden so gut wie keine Falten geworfen in unserem Gewand. Das ist, wenn keine Falten vorhanden sind, dann sitzt die Hose perfekt. Heute ist das ein bisschen anders, würde ich sagen. Also wenn ich an meine Hosen dabei denke, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ansonsten, die Leute sind hier relativ ähnlich angezogen. Hier haben wir noch eine Person, die eine, ich sage jetzt einfach, mit Reseda gefärbte Kugel aufhat. Das ist diese Kapuze, also dieser quasi Überwurf, wo man durchschlupft, über die Schulter das Ganze legt und dann eben auch diese Kapuze, die man noch aufsetzen kann. Was wir anhaben, also was wir auf dem Kopf tragen, das ist ein sogenannter
Chaperon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur tragen wir es anders. Da wird nämlich die Öffnung gewählt, wo wir eigentlich mit dem Kopf durchschlupfen. Das wird dann so zusammengerollt. Das ist dann bei unserem, also beim Kopf, hier haben wir die Haare und darüber seht ihr dann so einen Stoffring. Das ist dieses Zusammen, das ist das Eingerollte und so wird es dann aufgesetzt. Und was da oben dann grün bzw. rot mit diesen Zatteln dann eben rausschaut, das ist da, wo wir sonst hineinschlupfen wollen. Das heißt, wir haben hier eine Kopfbedeckung, die mehr oder weniger zweckentfremdet wurde. Also wir haben die Google, nur wir tragen sie ganz anders. Auf eine sehr modische Art und Weise. Und wenn es notwendig wurde, hat man sie ja dann ja auch anders tragen können, wenn das Wetter vielleicht jetzt nicht ganz so gemütlich war. Also auch hier wieder ein wunderbares, schönes Detail dabei. Wir haben uns noch unterhalten über den Bart unseres Charakters, der für meinem Empfinden nach ein bisschen too much ist. Bart ja, völlig okay, aber kürzerer Bart. Langer Bart hätte ich jetzt nicht mitbekommen, dass das irgendwie State of the Art war zu diesem Zeitpunkt oder eben Mode in dem Sinn, sondern auch deutlich kürzer. Wir haben Anfang oder im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts haben wir den Albrecht, der trägt einen mächtigen, wirklich absolut genialen Schnauzer, aber eben nicht einen solchen Vollbart. Aber ja, das heißt nicht, dass es nicht Vollbärte auch gegeben hat, keine Frage, aber ich würde es jetzt eher persönlich als nicht wirklich üblich bezeichnen, vor allem nicht in den höfischen Kreisen. Aber da bin ich definitiv kein Experte. Ansonsten den Abschluss unseres Charakters mit den ganzen Gewandstücken und so weiter macht natürlich dann auch die Schuhe noch. Das ist auch eine Sache, die vielleicht ein bisschen zu kritisieren auch ist, wenngleich die Schuhe auch völlig okay sind. Das sind typische Schuhe für diese Zeit. Sehr spitze Schuhe, auch hier wieder ein sehr modisches Kleidungsstück. Allerdings geht es ja darum, dass wir als mehr oder weniger vielleicht Grundbesitzer bzw. was wir auch immer sind, ja eigentlich hier unsere Hörigen besuchen. Und dass diese also gerade eine Siedlung bauen. Und das bedeutet auch, dass hier sehr viel, sobald es einmal dann auch regnet, sehr viel Matsch und so weiter dann auch herumliegen wird. Und dafür sind wir dann schuhwerksmäßig nicht sonderlich gut ausgestattet. Ich würde mir auch wünschen, dass wir vielleicht zu Pferd auch das Ganze inspizieren können. Das würde dem Ganzen auch noch ein ganz anderes Level auch geben, weil ganz klassisch quasi, dass man zu Pferd anreist, weil man wohnt hier ja nicht an und für sich. Und dass man eben zu Pferd unterwegs ist, schon absteigen kann. Und dann würden sich natürlich auch höhere Stiefel empfehlen. Einfach auch deswegen, weil man erstens einmal als Reiter natürlich anderes Schuhwerk auch getragen hat und zusätzlich einfach auch, weil wenn wir dann herumgehen und es matschig ist und so weiter, man will sich ja nicht komplett bei den Schuhen einsauen. Eine Möglichkeit wären sogenannte Trippen noch. Das sind Holzsandalen, in die man unter die eigentlichen Schuhe noch schnallen könnte. Aber das ist dann doch eher, würde ich sagen, 15. Jahrhundert und vor allem im städtischen Gebiet und nicht in einer solchen Siedlungsform wie hier. Also die Schuhe sind grundsätzlich okay für die Zeit. Ich würde aber in diesem Setting, in dem wir uns befinden, anderes Schuhwerk bevorzugen. Also ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, dass ich dort jetzt hinreise, ich würde nicht diese Schuhe nehmen, sondern ich würde meine Lade aufmachen und dann vielleicht doch die hohen Reiterstiefel dabei wählen. Aber okay. Gut, und den Abschluss machen jetzt noch der Dolch bzw. der Beutel, der auf dem Gürtel befestigt ist. Und das ist auch etwas ganz Typisches für diese Zeit. Wir haben eine mehr oder weniger noch nicht vollends ausgeprägte Nierentasche. Nierentasche deswegen, weil es dann im Laufe der Zeit auch sehr stark, also sich eindeutig auch orientiert an der Form der Nieren auch. Deswegen, man hat sich sehr oft so anatomischen beziehungsweise auch so nach Organen quasi auch orientiert. Und so haben wir hier auch eine Nierentasche in einer noch ein bisschen früheren Form.
wo unterschiedliche Dinge dann auch verstaut werden konnten, quasi die Hosentaschen des Mittelalters. Und in der Tasche, also oben reingesteckt, das Ganze hat nämlich dann eine Öffnung, das sind zwei Stellen, zwei Schlaufen, durch diese Schlaufen geht es dann der Gürtel durch und dann ist aber zwischen diesen zwei Schlaufen das Ganze ausgeschnitten in so einem Kreis und das ergibt eine Öffnung und in diese Öffnung ist dann auch der Dolch hineingesteckt, der damit auch jederzeit griffbereit ist und in dem Fall haben wir eine ganz besondere Ausprägung, das ist nämlich der sogenannte Hodendolch. Und wenn ich jetzt hier mir das ein bisschen so anschaue, ich denke, viele haben wahrscheinlich hier schon ein sehr phallusähnliches Symbol ohnehin entdeckt. Und ja, genau das ist es auch. Das Phallus-Symbol und auch jetzt nicht nur als Symbol, sondern tatsächlich auch als Phallus dargestellt, ist eine Bildsprache, die uns durch das gesamte Mittelalter begleitet und hat also auch seine Form oder auch seine eigene Dolchform auch erhalten. Wobei diese Ausprägung der quasi Hoden, dieser Kugeln, natürlich schon auch Sinn macht, wenn es um das Thema der Führung des Dolches und so weiter auch geht. Aber ja, auch ganz typisch für das Ende des 14. Jahrhunderts. Wird dann in späterer Folge dann auch noch, also da gibt es auch noch andere Dolchformen, da haben wir auch den Basilar zum Beispiel dann auch noch, oder später haben wir dann auch den Scheibendolch, der ganz besonders dann auch für Gefechte, insbesondere im sogenannten Hanischfechten dann auch verwendet wird. Gut, damit sind wir ein bisschen mit den Gewändern durch. In der Zwischenzeit sind unsere ersten beiden Häuser auch schon hier platziert. Da, was ich sehr schön finde, ist, dass hier sogar noch Bäume stehen. Ich meine, das ist etwas, was jetzt wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht sein würde. Also eine Frage, ob solche Bäume tatsächlich stehen bleiben würden. Aber das nehme ich, das ist okay. Und baue jetzt auch gleich hier die nächsten Häuser. Da machen wir jetzt eines mit vielleicht ein bisschen einer größeren Parzelle einmal. Und auf geht's. Wir haben eh erst zwei, das heißt, wir müssen drei noch bauen. Storage Limit, genau, wir müssen auch hier noch aufpassen, dass wir das Ganze dann auch noch aufleveln. Und wir müssen dann vor allem auch noch, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wenn der voll ist, ja genau, wenn der voll ist, dann arbeitet der nicht mehr. Was bedeutet, dass wir nun nicht nur unsere Häuser bauen müssen, sondern wir müssen auch noch ein Storehouse anfertigen. Ich würde sagen, das platzieren wir gegenüberliegend, damit wir auch diese grundsätzliche Form dieser Angersiedlung auch schon quasi unterstützen oder das Ganze schon ein bisschen auch sichtbar machen. Let's get to work. Das klingt gut, so erwarte ich mir das von meinen Untertanen. Ich komme immer mehr rein in diese Rolle, das gefällt mir. So, ich werde das Spiel jetzt ein bisschen wieder schneller laufen lassen, dass da was weiter geht. Vielleicht auch jetzt einmal kurz verschnaufen, weil jetzt habe ich doch eine Stunde 18 bereits durchgequatscht die ganze Zeit. Schon ein bisschen ein längerer Tag heute. Ich bin seit 4 Uhr auf. War schon in Wien heute und bin zurück. Kurz niedergelegt. Und jetzt nehme ich dieses Video auf, was übrigens komplett uncut und unfiltert ist. So roh, wie es hoffentlich die Diamanten sind, die wir hier noch ausgraben werden in dieser Gegend. Wahrscheinlich nicht. Macht aber auch nichts. Wir haben mittlerweile 9 Personen. Wir haben 5 Familien, das bedeutet, dass, genau, wir haben 7 Männer und 2 Damen mittlerweile mit dabei. Und die sind natürlich auch schon eingebunden. Und das ist jetzt genau dieses System, das ich vorhin erwähnt habe, dass wir hier People, wir haben hier Nickel. Nickel ist unser Hunter.
Wir haben die Gretlein, das ist jetzt, ich würde mal sagen, seine Gattin. Und dann haben wir den Peter. Der Peter ist allerdings, schaut mir auch relativ, ich meine, ich will jetzt nicht gemein sein, älter aus. Kein Kind. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau sich diese Familie zusammensetzt. Vielleicht ist es aber auch der ferne Verwandte. Vielleicht ist es der Bruder oder was auch immer von irgendjemandem von den beiden. Weil auch hier ganz wichtig, familiäre Zusammensetzung. Eine Familie bestand nicht nur jetzt aus mehr oder weniger Mutter, Vater, Kinder und dann in erweiterter Folge halt noch die Großeltern eventuell, sondern eine Familie hat alles eingeschlossen. Wenn wir jetzt wieder uns das Handwerkliche ansehen im städtischen Gebiet, dann reden wir von einer Familie, die den Handwerksmeister mit einschließt, seine Gattin, die Kinder, die Lehrjungen, die Gesellen, die Knechte und Mägde, die alle quasi in diesem einen Haus eben gelebt haben. Es konnte schon sein, dass auch Knechte, Mägde und auch so auch die Gesellen eventuell woanders dann untergekommen sind. Es hat ja auch eigene Gesellenherbergen dann auch gegeben, gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch. Aber das ist sehr regional unterschiedlich natürlich auch und auch mit zeitlichen Unterschiedlichen auch versehen. Aber das sind so Unterschiede halt einfach, wie wir es heute natürlich nicht mehr kennen, dass in dieser, also dass diese Fülle an unterschiedlichen Personen, dass das alles Familie tatsächlich auch war. Und so können wir uns jetzt nicht sicher sein, dass in diesem wunderbaren Haus, wo diese drei wohnen, Nickel, Gretlein und Peter, dass der Peter jetzt tatsächlich das Kind ist. Ich meine, der schaut ein bisschen zu alt dafür auch schon aus. Oder zumindest geboren worden und schon erwachsen. Aber eben, wer weiß, ist auch ein ferner Verwandter. Vielleicht ist das auch ein sehr gutes Stichwort, ferner Verwandter, das Thema Migration. Wir haben das Bild, dass Menschen im Mittelalter sehr wenig gereist sind, sehr wenig untergekommen sind, herumgekommen sind. Das ist allerdings erstens eine sehr veraltete Annahme und auch eine zu eingeschränkte Annahme. Es hat nämlich einige Gründe gegeben, warum Personen sehr viel gereist sind. Und diese Gründe sind jetzt nicht viel anders als die Gründe, die es auch heute gibt für Migration. Und zwar ganz einfach, bessere Lebensbedingungen, dann Arbeit, ganz wichtig, Familie. Es ist sehr häufig gewesen, dass wenn irgendwo ein Familienmitglied zu viel war und man gewusst hat, ein Verwandter ist in irgendeiner Ortschaft, dann hat man die Person eventuell auch dorthin geschickt, damit diese Person dann eben dort vielleicht unterkommt, dort eine Arbeit bekommt und dort quasi den Lebensmittelpunkt dann auch errichten kann. Dann natürlich religiöse Reisen, Pilgerreisen, wir haben aber auch kriegerische Reisen. Das heißt, der Mensch ist durchaus über den Horizont gekommen. Das ist so diese klassische Grenze, die wir den mittelalterlichen Menschen zuschreiben, nämlich dass sie nur das gesehen haben, was quasi, wenn sie sich 360 Grad in ihrem Heimatdorf einmal herumgedreht haben, was der Horizont quasi ergibt, dass es nur das ist, was sie kennen und darüber hinaus nichts anderes. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Freilich wird es Personen gegeben haben, die wirklich nicht herumgekommen sind, aber auf der anderen Seite, so wie eine Münze auch zwei Seiten hat, ist das genau in dem Fall das Gleiche. Auch in diesem Fall, also auch jetzt in einer solchen Hinsicht, sind Leute sehr viel auch trotzdem herumgekommen für eben Arbeit, weil sie eben irgendwo anders Familie besucht haben oder wirklich untergekommen sind. Dann eben noch einmal ganz wichtig auch die Wallfahrten, die Pilgerreisen und so weiter. Aber auch als Händler, allein die Tätigkeit als Händler konnte schon dazu führen, dass man extrem viel auch reist. Freilich ist das ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung, der dann als Händler quasi auch gilt. Aber trotzdem, das darf man nicht unter den Teppich da bekehren. Dass ein Bauer viel herumgekommen ist, das ist natürlich klar, dass das hier dann ein bisschen schwieriger wird. Und wenn wir uns die gesellschaftliche Zusammensetzung auch ansieht, dann haben jene Personen natürlich auch den größten Anteil der Bevölkerung ausgemacht, das ist ganz klar. Aber kategorisch zu sagen, dass der mittelalterliche Mensch nicht viel herumgekommen ist, ist eben auch nicht richtig. Das ist ein klassischer Fall von Verallgemeinerung, die eben dazu führt, dass völlig
falsche Vorstellungen im Raum stehen. Wir haben eine Familie, die noch nicht zugewiesen ist, irgendwo. Das passt jetzt aber eh ganz gut. Weil dann wird hier nämlich hoffentlich dann auch mitgeholfen. Wir werden das wieder ein bisschen schneller jetzt spielen. Zwei Personen. Das finde ich übrigens mechanisch gesehen wirklich gut. Dass du erkennst, wie viele Personen sind jetzt einem konkreten Bauvorhaben zugeteilt. Das hast du in anderen Spielen zwar auch, dass du das nachschauen kannst, aber hier mit diesen gelben Bogen, mit diesen Linien, erkennst du sofort, wer wo wohin unterwegs ist. Und finde ich gut gelöst. Finde ich wirklich, wirklich gut gelöst. Das Spiel ist auf so vielen Ebenen wirklich smart gemacht, dass es wirklich ein Genuss ist, da zu spielen und gleichzeitig aber auch, dass man relativ schnell auch traurig ist, weil bald diese Sache auch, diese Demo auch wieder beendet ist. Was ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich natürlich mich wieder komplett verquatscht habe, ist, dass wir unsere Angersiedlung hier in einem Hang hineinbauen, wo nun ein Teil dieses quasi mittleren Platzes in einer Schräge liegt. Ich bin jetzt kein Experte für solche Siedlungskonzepte, aber ich glaube fast, dass das eher unüblich war für eine solche Angerform, also Angersiedlung. Aber wer weiß, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Stelle ich mir aber eher unpraktisch vor. Aber ja. Gut, wir haben eine neue Quest bekommen. Humble Beginnings. Und zwar müssen wir noch zwei weitere Bürgerhäuser bauen. Das können wir auch gleich machen. Weil wir haben nun unser Storehouse da unten hergestellt. Und dementsprechend würde ich jetzt als nächstes gleich dann auch die Häuser bauen. Aber vielleicht zuvor noch. Und jetzt da wird es interessant werden. Sofern wir das jetzt überhaupt schon können. Das ist jetzt die große Frage. Trading Post. Gatehouse. Man kann ja eine Kirche bauen. Wo ist sie denn? Ich finde sie nicht. Hier, Church. Wow, die ist riesig. Die ist wirklich riesig. Okay. Ich würde sagen, weil die gerade so riesig ist, dass wir die eher dann da herunten platzieren werden und jetzt nicht da oben. Weil ihr seht ja auch, dass das mit den Linien einfach nicht gut gerade zusammenpassen würde. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen anders. Ich werde nun hier noch ein Haus bauen, wo ich diese Linie vielleicht ein bisschen nach innen nun ziehe. Too steep ist das. Okay, Moment. Heißt das jetzt aber too steep, dass wir es nicht bauen können, weil das Grundstück gerade leider so schlecht ist? Oh, das ist jetzt nicht gut. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft die Möglichkeit haben, vielleicht auch ein bisschen Terraforming zu betreiben. Schaut mal, das geht wirklich nicht. Na gut. Dann werden wir jetzt versuchen, diesen Trade Post eventuell da zu platzieren. Wo haben wir denn hier? Smithy. Trading Post. Not enough resources. Ja gut, das macht jetzt nichts. Den würde ich dann gerne so seitlich hineinstellen. Das geht aber nicht. Oh oh. Ich glaube, mein gesamter Plan für diese Siedlung funktioniert oder geht nicht auf. Wegen diesen Linien. Ich habe noch nie in so einen Hang hineingebaut. Ich kann das nirgendwo hier bauen, wahrscheinlich weil es eben nicht vernünftig, also weil es nicht gerade genug ist. Da werden jetzt wahrscheinlich vielleicht ein paar von euch, die sich das anschauen, sich jetzt denken, ja, ich hab's ja gewusst. Würde ich können,
Oder hätte ich gekonnt, dann hätte ich dir das auch mitgeteilt. Dafür ist es jetzt leider zu spät. Das Einzige, was ich vielleicht noch probieren könnte, aber ich glaube nicht, dass es das besser macht, ist, dass ich sage, wir eliminieren diese Straße. Oh, schaut mal, so könnte ich es platzieren. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, da würde ich jetzt doch zuvor noch, bevor ich das mache, versuchen, ja, schaut's einmal. Hier ein bisschen weiter noch nach außen gehend. Sehr gut. Dann drehen wir das. Und genau für die Richtung reicht's nicht. Okay. Aber wir kriegen das hin, keine Sorge. Geht nicht. Aha, auch hier sagt er wieder too steep, leider. Verstehe ich nicht. Das ist ja der perfekte Fußballplatz da im Garten hinten eigentlich. Da schießt den Hang rauf und der Ball kommt einem zurück. Man braucht nicht einmal jemanden, der zurückspielt. Okay. Ich kann das allerdings jetzt vielleicht ein bisschen umgehen, das Problem. Ich meine, ich breche damit jetzt ein wenig meinen Plan, aber man möge es mir verzeihen. Ich habe jetzt hier einen Pfad eingebaut. Achso, nein, das kann ich jetzt aber nicht machen. Ja, wir werden schauen. Ich bin am Experimentieren. Ich bemühe mich. Nicht Snap to Roads, aber vielleicht... Weil ihr seht, ich könnte es nämlich der Länge nach platzieren. Nur bei einer Angersiedlung sind sie eigentlich eben immer in diese, also quasi längs nach außen gerichtet. Und nicht so, also aus der jetzigen Perspektive raus, quasi nach oben gehend, vertikal und nicht horizontal positioniert. Damit würde ich jetzt da komplett brechen. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt umgehen kann. Ich meine, was ich noch machen könnte, ist, dass ich sage, ich probiere es von weiter herunten. Geht nicht. Das sagt wirklich immer too steep. Ja. Aber was ist, nachdem ich die Straße jetzt da weggegeben habe, was ist, wenn ich jetzt versuche, die Kirche zu platzieren? Ist das... Village Life? Ja, Church. Good, not enough resources. Das ist die eine Sache. Ich weiß nicht, ob sich das trotzdem dann ausgeht. Aber ich glaube, ich könnte es hier zum Beispiel hinbauen. Aber es ist halt nicht gut platziert jetzt dort leider. Und im Nachhinein kann ich, glaube ich, dieses Gebäude nicht mehr verändern. Gell? Also die Ausrichtung davon. Nehme ich einmal stark an. Gut, aber macht nichts, dann werden wir es einfach anders machen. Oder ich baue einfach die Taverne daher. Leute, das ist, glaube ich, eine wunderbare Idee. Ich glaube, dass das eine echt gute Idee ist. Dazu brauchen wir nur noch... Ich habe eigentlich das Holz. Okay, hier unten kann ich es bauen. Jetzt gilt das Ganze, es noch fein einzustellen. Keine Kirche, kein Trading Post, aber Hauptsache, wir haben die Taverne.
Das sind die wichtigsten Dinge, habe ich gehört. Das sind mit Abstand die wichtigsten Teile. So. Sehr schön. Schneller. Exposed storage. The stocks are exposed to the weather and can be destroyed by rainfall. Build a storehouse. Ich habe ein Storehouse. Das finde ich jetzt ein bisschen eine komische Aussage, weil ich habe das ja eigentlich. Aber vielleicht muss ich das erweitern oder so. Keine Ahnung. Soweit bin ich ehrlich gesagt bisher noch nicht gewesen, um mich um solche Dinge zu kümmern. Was wir jetzt machen können, das habe ich vorher schon erwähnt, was auch gang und gäbe war, der eigene Garten. Ihr seht es auch hier, man könnte Ziegen, man könnte Hühner halten, man kann jetzt aber auch einen eigenen Garten anbauen. Und das ist natürlich eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Sache, die durchaus auch Sinn macht. Und nicht nur jetzt wieder aus spieltechnischer Sicht, sondern auch natürlich historisch gesehen absolut vertretbar und absolut sinnvoll. Fuel. Ich mache jetzt den gleichen Fehler wie in meinem letzten Spiel, in meinem letzten Run, und zwar, dass ich wieder kein Feuerholz herstelle. Ich denke mir immer, ach, der Winter ist eh noch so weit weg, brauche ich nicht. Nein, das werden wir noch schnell beheben. Gathering, hier. Das werden wir hier auch außerhalb platzieren. Not enough resources. Wie viel brauchen wir denn? Ein einzelner Holzstamm. Dann hoffe ich, dass der bald verfügbar sein wird, damit wir das dann auch platzieren können. Wir werden denn die Kirche direkt gegenüber von der Taverne machen, was übrigens auch nicht unüblich war. Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war, aber quasi man fällt aus der Messe raus und stolpert in die Taverne hinein. Da gibt es auch sehr schöne Quellen, die genau dieses Problem auch behandeln. Ich bilde mir ein, ich habe meine Quelle gelesen, in der sich jemand aus dem Klerus beim Stadtrat beschwert, dass die Bewohner der Stadt nicht wirklich tugendhaft unterwegs waren, beziehungsweise dass die halt eigentlich nicht wissen, worauf es im Leben ankommt, weil es befinden sich während der Messe mehr Leute in der Taverne als in der Kirche. Und gleichzeitig ist es aber auch aus der Taverne heraus so laut, dass auch die Messe gestört wird dabei. Also ja, das müssen wir natürlich auch hier in diesem Spiel natürlich nachproduzieren, das ist ganz klar. Das ist auch etwas, was ich als Historiker ganz, ganz, ganz gerne mag. Solche Berichte, solche Beschwerdebriefe oder auch ganz normal auch Beschlüsse, Ratsbeschlüsse und so weiter, die einfach einen konkreten Einblick in einen Moment dieser jeweiligen Zeit auch ermöglichen. Und daran können wir dann erkennen, was war ein aktuelles Thema oder ein aktuelles Problem und wie ist man mit dem Ganzen noch umgegangen. Ich bin auch auf Patreon aktiv seit wenigen Monaten und da habe ich auch eine Stufe, das ist der geschichtliche Leckerbissen, bei dem dann auch immer eine Quelle auch vorgestellt wird. Das sind dann Urkunden oder das letzte Mal war es das sogenannte Handwerksordnungsbuch, bei dem wir uns dann Handwerksordnungen angesehen haben zu ganz unterschiedlichen Handwerken. Und in einer Folge ist es auch darum gegangen, dass es einen Nachbarschaftsstreit gegeben hat aufgrund der Latrinen. Und zwar sind wir darauf gekommen, dass es anscheinend so war, dass es zwar ein Latrinenhaus gegeben hat, aber mit zwei Zugängen, mit zwei unterschiedlichen Zugängen, und dass ein Nachbar Veränderungen angestrebt hat. Und der andere hat dann aber nachgefragt, ob das eh okay ist, wenn das so gebaut wird, und hat sich auch ein bisschen aufgeregt, weil da hätte nämlich ein Abzug, ein sogenanntes, also wie wir jetzt erwähnt, ein Dampfloch dann auch gebaut, und das hätte dann dazu geführt, dass dem Nachbarn der üble Geruch aus der Latrine in das Haus hinein
weggeweht worden wäre. Und ich sage, das braucht man nicht unbedingt, diesen Geruch. Und das waren so Themen, die dann auch vor dem Stadtrat tatsächlich auch dann angesprochen wurden. Man hat dann einen aus dem Kreise des Rates, glaube ich, zwei Personen dann als Beschauer bewählt. Und die haben sich das Ganze dann vor Ort angesehen und haben dann eine Empfehlung abgegeben, wie man eventuell dieses Problem auch lösen kann. Also klassisch Nachbarschaftsstreit, das ist jetzt nicht eskaliert oder so, aber man musste da eben eine Lösung finden und man hat dann auch eine Lösung auch gefunden. Auch gang und gäbe, das haben wir auch in sehr, sehr, sehr vielen Quellen und das ist auch etwas, was mir persönlich eben sehr gut gefällt. Ich bezeichne es immer sehr gerne als Aspekt der Alltagsgeschichte einfach. Das hat nichts mit der großen Geschichte zu tun von eben der Politik und von den Herrschern und so weiter, den mächtigen Leuten. Meistens geht es dann auch um die mächtigen Männer in der Geschichte auch, sondern im Gegenteil, da geht es um mehr oder ich will jetzt nicht sagen belanglose Sachen, weil das ist ein Thema, das diese zwei Nachbarn beschäftigt hat und aufgrund dessen auch mehr Personen dann auch involviert gewesen sind in der ganzen Sache. Und das ist das, was mich interessiert. Das sind das macht diese Geschichte für mich dann aber auch so spannend und gleichzeitig auch lebendig einfach, wenn ich solche Sachen lese. Weil ich erkenne, wir haben immer das Gefühl, dass die mittelalterliche Epoche eigentlich so weit weg bereits ist. Dass es so eine fremde Welt ist, eine Welt, die eben so stark durchdrungen ist von eben Religion und dann jetzt wieder diese typischen Zuschreibungen mit eben ständig Krieg und Hunger und Tod an jeder Ecke und solche Sachen. Und eben die Leute waren nur, also keine Moralvorstellung und die Leute waren haben keine Hygiene gehabt und so weiter. Alles übertrieben natürlich und das könnte man, beziehungsweise haben es schon sehr viele Leute auch, gerade auch auf YouTube und so weiter auch bewiesen, dass die Sache kompletter Humbug auf die Art und Weise ist, aber es ist ein anderes Thema. Aber ja, das macht das eben so lebendig, solche Quellen, die einen solchen Einblick ermöglichen, um einfach zu zeigen, so anders ist die Zeit dann doch nicht gewesen. Die Probleme damals sind doch vergleichbare Probleme zu heutigen Problemen. Ich meine, vielleicht geht es nicht direkt um die Latrine, aber wie oft gibt es den Nachbarschaftsstreit? Wie oft ist es, dass vielleicht aus dem Garten der Ast des Baums ins andere Grundstück hinüberreicht und so weiter. Also alles solche eigentlich Kleinigkeiten, die aber auch heute die Leute beschäftigen einfach und so auch damals die Leute bereits beschäftigt haben. Das ist schon, wie ich finde, sehr, sehr, sehr faszinierend. Gut, wir müssen uns sputen. Ich werde mal ganz kurz jetzt pausieren, weil wir haben zwar sehr viel Essen, eben für 11 Monate Essen, das ist wirklich ein sehr guter Wert, weil wir haben kein Brennholz und es ist Oktober bereits, das bedeutet, der Winter ist bald da. Aber mein Problem ist, ich kann momentan, wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden in der Zwischenzeit, hier haben wir eine Beere. Okay, wir werden, das sind die Hunter. Wir werden nun diese Familie aus dem Jägerdasein abziehen und diese Familie nun als Woodcutter engagieren. Damit die das vorproduzieren. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass auch die Nahrung natürlich wieder nach unten geht. Das werde ich jetzt aber nur so lange handhaben, bis wir neuen Zuzug wieder haben. Deswegen bauen wir jetzt auch gleich das nächste Haus. Oder vielleicht sogar die nächsten Häuser. Dazu braucht man wie viel? Ich glaube zwei für ein Haus. Okay. Mal schauen. Da wird ein Stamm, 3 Stämme haben wir jetzt in dem Moment. Dann warten wir vielleicht noch ganz kurz, bis wir 4 Stämme haben. Ich spiele mal kurz vor. Und dann bauen wir das. Mich irritieren ein bisschen diese Bäume da herunten, aber gut.
Das ist eine andere Sache. So. Jetzt sollten wir gleich auf 4 kommen, normalerweise. Oder wird es erst raufgezählt, wenn der Baumstamm vom Ochsen weggezogen wird? Der Ochse kommt. Der Kunz, geführt von der Christina. Was sind denn eigentlich die Namen unserer Personen? Wir haben den Nickel, den Patolmes, also den Bartholomäus, Friedlein, Ditz, Kunz, Gretlein, Beta, Allheit, Hermann, Christina und Kunrad. Na schau. So, wir haben jetzt 4 Stück Holz. Und dementsprechend, ich werde jetzt wieder Snap to Road aktivieren. Not enough resources, ja, weil es jetzt 3 Gebäude sind, aber angenommen, ich drehe das jetzt, dann haben wir hier ein Haus, nein, es ist zu wenig. Ja, genau so will ich das haben. Bitte bauen. Vor allem der Winter kommt und 2 ganze Familien haben noch keine Häuser. Deswegen wird es da tatsächlich Zeit, dass wir da diesen Umstand ändern. In der Zwischenzeit wird dann hoffentlich auch bald hier ordentlich Feuerholz dann auch produziert. Wir haben es für ganze 2 Monate und es ist bereits Oktober. Mal schauen, vielleicht endet dieser Spielstand erneut sehr verfrüht, weil es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Mal schauen. Wir werden sehen. Homeless Tents kann ich dann eigentlich abreißen, oder? Obwohl, ich glaube, ich kann das gar nicht abreißen, wie ich gerade sehe. Aber okay. Firewood und Tools. Ich bin ein bisschen irritiert, warum diese Sachen nicht da drinnen eingelagert sind. Weil an und für sich ist das ja dafür zuständig, oder? Logs und Firewood. Und wir haben hier 2 Firewood und Tools. Oder vielleicht ist diejenige Person einfach noch nicht dazugekommen, das wegzuräumen. Das kann vielleicht auch der Grund sein. Ja, schaut, da steigt das schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, die Taverne steht bereits. Das Schöne an dieser Taverne ist, dass wir allerdings jetzt niemanden haben momentan, der das betreibt. Das stelle ich mir schlimm vor. Die Ablenkung und vor allem das Wirtshaus als zentraler Ort einer Gemeinde. Das ist das Nächste. Das ist das Wirtshaus, die Herberge war ein ganz, ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz, ganz wichtige Einrichtung. Weil nicht nur die Herberge dafür gesorgt hat, dass a. erstens einmal Leute verköstigt werden haben können, b. Reisende unterkommen haben können, sondern auch c. und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Personen auch einen Ort haben, in dem Kommunikation stattfindet. Das Wirtshaus war, man kennt es, das Stammtischgespräch, das Klatsch und Tratsch im Wirtshaus halt einfach. Der Stammtisch, der dort stattfindet. Und es gibt sehr schöne Abbildungen aus dem, ich glaube, es ist schon 16. Jahrhundert, bilde ich mir ein. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich würde sagen Anfang des 16. Jahrhunderts oder vielleicht sonst Ende des 15. Jahrhunderts, in dem 2 Szenen dargestellt werden, die in einem Wirtshaus stattgefunden haben oder eben das Thema ist innerhalb einer Stadt, innerhalb eines Wirtshauses und da erkennt man nicht nur die Ausstattung und wie man sich so ein Haus vorstellen kann, sondern auch wie es mit den Wänden dort aussieht. Die sind nämlich voll mit sogenannten Graffiti und die Graffiti sind jetzt aber nicht die Graffiti, die wir heute kennen, mit der Spraydose hinaufgesprüht, sondern Graffito ist ja italienisch und heißt einritzen, glaube ich. Das ist, glaube ich, so die Übersetzung. Ein Graffiti ist eigentlich nichts anderes wie eine Einritzung, eine Ritzinschrift
auf einer gewissen Oberfläche. Und das haben wir an sehr, sehr, sehr vielen Stellen. Das haben wir ganz besonders an Stellen im geistlichen Bereich. Das haben wir in Kirchen, das haben wir an den äußeren Wänden von Kirchen. Das haben wir aber auch auf der Innenseite von Kirchen, ganz besonders dann im Bereich des Altars, weil das ist sozusagen der Ort, an dem die Personen Gott am nächsten sind. Und deswegen sind dann sehr oft Wallfahrer, wenn sie irgendwo bei einer Kirche vorbeigekommen sind, in diese Kirche gegangen und haben sich dann eingeritzt. Die haben sich verewigt. Das ist dann meistens ein Hic Fuit und dann XY. Also hier war XY. Und sie haben damit ein Stück von sich selbst zurückgelassen. Und diese Graffiti haben wir jetzt eben in kirchlichen Einrichtungen ganz besonders. Ich habe da einmal ein Fresko mir angesehen aus der erst im 14. Jahrhundert, müsste aber so um die Mitte des 14. Jahrhunderts gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist übersät mit Graffiti. Das Tolle ist, die sind konserviert, weil das Fresko nämlich im Laufe der Jahrhunderte zugemauert wurde, aufgrund von Modernisierung und so weiter. Und man hat dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man das dann auch wieder entdeckt und dann wieder freigelegt. Und deswegen ist es konserviert worden. Und ich habe in diesem Fresko, das ist ziemlich groß, das sind 1,5 Meter, würde ich jetzt sagen, mit einer Höhe von ungefähr 1 Meter. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viele unterschiedliche Inschriften ich gefunden habe, aber es waren deutlich mehr als 50 oder 60 oder so. Dann hat es auch noch sehr viele so Zeichen gegeben, die jetzt nicht einer ganz klassischen Inschrift entspricht, so mit eben hier war XY, sondern das konnten, es ist zum Beispiel ein Wappen da drinnen, es ist eine Hausmarke auch zu sehen. Es sind aber auch ganz komische andere Sachen auch noch zu finden, wie eine Art Leiter. Ich meine, ob es wirklich eine Leiter sein sollte, ist wieder eine andere Frage. Aber die Leute haben sich verewigt und das überall und das auch in einem Gasthaus. Und auf diesen zwei Bildern, von denen ich jetzt vorhin, auf die ich verwiesen habe, da erkennt man, dass diese Wände komplett voll damit sind. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das Wirtshaus als Kommunikationsmittel und als Ort, um Nachrichten zu hinterlassen, auch genutzt wurde. Es gibt sehr viele Hinweise auch darauf und sehr viele Fälle, dass zum Beispiel Reisende, die jetzt nicht zusammengereist sind, sondern welche vielleicht ein paar Tage schon voraus sind, den Nachreisenden auf die Art und Weise auch Nachrichten hinterlassen haben. Also ganz, ganz, ganz faszinierend. Wie das genau funktioniert hat, kann ich nicht beurteilen oder kann ich nicht einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute dann reinkommen und sich die Wände anschauen und sagen, ah, da hat der Sepp mir jetzt eine Nachricht hinterlassen. Keine Ahnung, das können wir jetzt auf die Art und Weise leider nicht feststellen, aber wir wissen eben, dass diese Gasthäuser und vor allem auch diese Wände sehr gerne als, ja, ich weiß nicht, Whiteboard ist vielleicht nicht richtig, weil Whiteboard kann man, wenn man nicht permanenten Marker nimmt, sehr leicht wieder reinigen, aber gut, auch hier wieder anderes Thema. In der Zwischenzeit haben wir Folgendes. Wir haben für 12 Monate Feuerholz und wir haben für 9 Monate Nahrungsmittel. Das bedeutet, ich werde hier wieder die Familie abziehen und hier diese Familie wieder hineingeben. Und damit haben wir jetzt normalerweise wieder genau Gretlein, Peter und der andere, der Nickel, glaube ich, genau, sind jetzt wieder unsere Jäger. Aber wir sind gut versorgt für die nächsten 12 Monate mit Feuerholz. Das ist sehr gut. Wir haben mittlerweile 14 Personen. Die Zufriedenheit ist bei 46%. Könnte natürlich besser sein, aber ja, das ist halt so eine andere Sache. Beeren werden nicht mehr gepflückt. Gesammelt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, nehme ich einmal an, dass es eben bereits, es ist November mittlerweile und dementsprechend sind die Beeren auch nicht mehr vorhanden. Gut, das bedeutet, dass wir nun die
Familie, die sich um die Bären gekümmert hat, hier abziehen werden. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit tatsächlich jetzt da eben einfach Feuerholz anfertigen. Auch wenn wir jetzt für den Moment eh genug haben, aber das macht ja nichts. Gut. Ich denke, es wird nun Zeit für die... Also nein, die Kirche, wie gesagt, wird hierher gebaut. Okay. Nein, der Trade Post, Leute, das glaube ich wird das nächste werden. Trade, hier. Not enough resources. Doch, habe ich. Nein, habe ich nicht. Ich kann es nicht hierher bauen. Ich brauche 4 Stück dafür. Okay. Gut, wir lassen es wieder ein bisschen schneller laufen. Die Musik ist auch wunderbar. Überhaupt nicht aufgeregt oder so, oder irgendwie aufreizend oder so, sondern wirklich sehr schön im Hintergrund. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. 3 Timber, einer fehlt noch. Dann können wir weiterbauen. Diese Straße können wir in der Zwischenzeit ein bisschen anpassen. Die ist jetzt nicht allzu gut geraten. Aber das macht nichts. Können wir sie ein bisschen mittig an uns setzen. Vielleicht auch ein bisschen mit einer Biegung auch drinnen. Es ist ja sehr langweilig, wenn das Ganze immer nur komplett gerade irgendwie verläuft. Das ist ja das, was ich an diesem Spiel so liebe und auch an anderen Spielen, wie zum Beispiel Foundation, dass das Wachstum und generell dieser Aufbau nach eigenem... Oh, die Leute reden. Das habe ich noch nie gesehen. Ich meine, wow, Leute reden. Ich bin erstaunt. Aber habt ihr gesehen, die zwei haben sich gerade auf dem mehr oder weniger Marktplatz unterhalten. Marktplatz, das ist eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort, fällt mir gerade ein. Marktplatz. Ich glaube, das werden wir jetzt dann auch demnächst angehen. Nein, aber dass die Leute sich unterhalten haben. Haben die nichts zu tun oder was? Wieso wird da nicht gearbeitet? Das passt schon so. Schauen wir uns an, tatsächlich nun diesen Trade. Ist es unter... Nein, es ist nicht unter Trade. Sondern unter... Wo haben wir es denn? Storage? Nein, Village Life. Ja, hier, Market Area. Wir haben jetzt diese wunderbare Form hier dann, dieses Platzes. Und ich würde sagen, wir wählen nun tatsächlich diesen Platz als Marktplatz. Und das ist das, was ich so richtig, richtig, richtig liebe an diesem Spiel. Dass wir genau diese kleinen Öffnungen, die sich ja dadurch ergeben, auch nutzen können. Das ist halt echt traumhaft. Und da werden wir jetzt einen Foodstall bauen. Den werden wir... Ich würde sagen, wir bauen es in diese Richtung hinaus, ja. Wir machen das gleiche auch für Feuerholz. Und wir machen das auch jetzt schon für Gewand, auch wenn wir eigentlich Gewand noch gar nicht anbieten. Aber was wir haben, haben wir. Hilft nichts. Und jetzt ist auch hier dieses Gras und so weiter dann langsam aber sicher niedergetrampelt. Wichtig. Das Gras muss weg. Oh, jetzt habe ich aber dadurch... Das kostet alles Holz, gell? Weil jetzt habe ich nur mehr ein Timber. Ja. Jetzt hätte ich die 4 gehabt. Jetzt habe ich nur mehr einen. Aber es macht nichts. Wir spielen vor. Schneefall setzt ein. Wir haben 8. Für die nächsten 8 Monate sind wir gut versorgt. Das heißt, kein Problem mit dem Essen und auch kein Problem mit dem Brennholz. Also dem Brennholz kommt jetzt eh viel dazu, weil deine eigene Familie auch zugewiesen ist. Was wir noch nicht gemacht haben, ist
Wir haben uns noch nicht um Felder und so weiter gekümmert. Wir haben noch keinen Anbau betrieben, wir bauen noch keinen Weizen an oder so. Das werden wir dann hoffentlich auch im nächsten Jahr nun angehen. Ich würde auch sagen, dass wir das in diesem Bereich hier herum dann auch sehr schön machen, sofern der Boden es auch zulässt. Bisher haben wir uns ja wirklich nur mit dem rudimentärsten eigentlich auseinandergesetzt. Leifeld. Na gut. Schauen wir mal, wie weit wir mit Leifeld da tatsächlich noch kommen. Da werden nun die ersten Verkaufsbuden aufgebaut. Das ist auch wieder etwas, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das schauen wir uns ein bisschen im Detail wieder an. Okay, während der durch die Bretter durchgeht. Auch diese Form von diesen Verkaufsbuden, das wirkt jetzt so sehr rustikal eventuell und dass man sagt, na gut, das sind halt irgendwie solche Gestelle und so weiter, aber das hat auch hier wieder die richtige Form. Es gibt Abbildungen, es gibt nicht viele Abbildungen, aber es gibt sie, die auch schön genau das zeigen, wie solche Verkaufsläden da auch ausgesehen haben. Aktuell da hinten ist ein Baum direkt in das Haus gekracht, aber ich glaube, es hat keine Konsequenzen. Aktuell hat das Ganze noch kein Textildach, das fehlt hier noch. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, sobald ich, glaube ich, eine Familie zuweise als Verkäufer, dann taucht das auch auf. Weiß ich nicht, wir werden es jetzt dann nachher probieren, sobald ich Bevölkerung dafür zur Verfügung habe. Aber auch hier wieder diese Verkaufsbudenform mit diesem versetzten A und dann mit diesem Querbalk nach oben. Das schaut jetzt im ersten Moment ein bisschen seltsam aus, weil an und für sich hier das Dach noch fehlt. Also es sind hier an und für sich noch Balken, die nach oben gehen. Und dieses Teil hier ermöglicht es, dieses Dach dann in dieser Schräge hier einzurasten. Das heißt, du hattest auch die Möglichkeit, je nach Sonnenstand hier diese Höhe zu verändern, damit das Dach horizontal ist oder auch steiler angebracht ist, je nachdem, was halt gerade besser auch ist für die jeweiligen Witterungen einfach. Also auch hier hatte man auf jeden Fall schon sich so eingerichtet, wie es halt am praktikabelsten halt schließlich dann auch war. Nur das fehlt in dieser Darstellung hier noch. Ich schätze, das kommt dann, sobald die Familie zugewiesen wird. Sollten dieses Gestell auf der Oberseite nicht auftauchen, dann weiß ich schon, was ich dem Entwickler auch zukommen lasse an quasi ein kleiner Tipp, dass man doch hier bitte noch ein solche Balken auch noch hinzufügt. Kleinigkeiten halt einfach. Aha, das unsichtbare Brot wird getragen. Übrigens, was wir noch nicht gemacht haben, stopp. Lieber. Okay, bei dir geht es jetzt aktuell nicht. Geht das bei dir? Nein, es geht auch nicht. Ich bin euch noch eine Sache schuldig. Und zwar wollten wir den Männern ja eigentlich noch einmal unter das Obergewand ja schauen. Und zwar zwischen den Beinen, um schön zu zeigen, dass da andere Kleidung getragen wird als jene, die von unserem Herrscher oder von unserer Spielfigur grundsätzlich so getragen wird. Aber okay. Nachdem jetzt auch Damen hier in unserer Siedlung anzutreffen sind, würde ich auch vorschlagen, dass wir uns auch jene kurz dann auch ansehen. Auf jeden Fall haben sie es verdient, mit Aufmerksamkeit auch bedacht zu werden. Nicht nur, weil sie wertvolle Arbeitskräfte auch darstellen, sondern auch, weil sie gewandtechnisch natürlich ein bisschen was anderes anhaben als Männer. Und dass wir uns genau das vielleicht auch kurz ansehen. Ich schaue jetzt nur, ob wir irgendwo Unterschiede erkennen. Wir haben hier die Gretlein. Wir haben hier weiter oben, hier rauf eventuell.
Da ist noch der andere Jäger. Moment, wir haben aber hier die Möglichkeit. Da, das ist die Gretlein. Hier ist die Allheit. Die Allheit tut nichts aktuell. Die wartet im leeren Haus. Nein, jetzt ist sie irgendwo. Da ist sie. Nein, das ist die Gretlein. Wo ist die Allheit? Die Allheit ist da drinnen, aber wir sehen sie nicht. Sie versteckt sich. Na gut. Dann haben wir die Christina. Ah, da ist sie, die Christina, okay. Und dann haben wir die Gärhaus. Gärhaus ist auch ein sehr spannender Name. Auch hier wartet jemand da drinnen. Ich meine, es ist ja auch kalt draußen. Das ist ja auch irgendwie logisch. Auch die Anna. Ich möchte nämlich nur schauen, ob es gewandtechnisch noch Unterschiede gibt. Bevor ich auf das eingehe. Ein weiteres sehr nettes Detail, was vielleicht den einen oder anderen noch nicht aufgefallen ist, ist, wenn, so wie er gerade, der liebe Friedlein ein schweres Objekt trägt, weil das ist jetzt ein Eimer mit Wasser, das wir definitiv nicht gerade da drinnen erkennen können, aber es ist drinnen auf jeden Fall, dann geht er auch sehr seitlich versetzt. Er geht nicht aufrecht, er geht nicht, wie wenn er gerade einen Brief irgendwo hinbringt, der kein Gewicht hat, sondern eben, es zieht ihn auf einer Seite nach unten, weil er eben ein Gewicht auf, in dem Fall, der linken Körperhälfte eben trägt. Allerdings, wenn ich das machen würde, würde ich den Kopf in die andere Richtung bringen und nicht nach unten, weil ich muss ja ein Gegengewicht oder eine Gegenneigung quasi erstellen oder produzieren, damit ich nicht auf eine Seite umfalle. Aber gut. Aber auch das finde ich wieder sehr, sehr, sehr nett, dass man auf das auch achtet. Das Ganze haucht dem ein wenig Leben ein. Hier haben wir übrigens jemanden mit einer solchen, vielleicht mit dieser Zwiebelfärbung. Das ist jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse ein bisschen schwierig vielleicht festzustellen. Aber was ich vorhin erwähnt habe, Gewand, das in einer Farbe dargestellt wird, die zu diesem Zeitpunkt so eher nicht getragen oder verwendet wurde oder nicht gefärbt wurde. Zumindest nicht auf dieser Zwiebelbasis. Und ja, aber macht nichts. Tut nichts zur Sache. Der zweite Stand ist auch schon hier. Sehr gut. Da kommt noch der dritte. Und wir brauchen eben Timber dafür, um dann weiterzumachen. Storage is full. Ah, ja gut. Kann ich die eigentlich aufwerten? Nein, die kann ich nicht aufwerten aktuell anscheinend. Pantry Limit reached und Storage Limit reached. Ich lasse das jetzt an dieser Stelle. Wir können auch hier das Ganze dann auch upgraden. Das können wir dann eventuell auch bald einmal machen. Ich glaube, das würde sich dann auch durchaus anbieten. So viele Dinge zu tun und so wenig Ressourcen dafür. Und Arbeitskräfte momentan. Apropos Arbeitskräfte, ich bin bei den Damen stehen geblieben. Hier haben wir eine Dame, die... Wer bist denn du? Die Gärhaus. Sehr gut. Gärhaus. Die Gärhaus ist flott unterwegs, würde ich sagen. Ist ebenfalls beim Wasserholen. Das ist jetzt auch genau auch das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Eine Sache, die ich immer wieder erwähne, die mir ganz, ganz, ganz wichtig ist auch, weil sehr viele Personen haben oder verbinden mit der mittelalterlichen Epoche den Umstand, dass Frauen sehr rechtlos zu dieser Zeit waren, quasi nur dem Mann untergestellt und eigentlich keine Rechte hatten. Und das ist Blödsinn. Das ist überhaupt nicht richtig. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass es auch quasi im Umkehrschluss sie jetzt eine völlig freie Person war und so weiter. Das ist natürlich auch nicht richtig. Aber es ist alles ein bisschen komplizierter natürlich und nicht mit so sehr einfachen Darstellungen wie quasi eine Person mit quasi viel mit Rechten und ohne Rechte und so weiter, sondern man muss eben das Ganze halt in der Gesamtheit einfach betrachten. Es stimmt sehr wohl, dass im Falle einer Heirat, wow, das hat
ein bisschen merkwürdig gerade ausgesehen, aber gut, sei jetzt einmal dahingestellt, dass die Frau quasi bei einer Heirat dann auch einen Vormund bekommen hat. Und der Vormund ist dann mehr oder weniger auch der Ehemann dann auch gewesen. Das heißt, rechtlich gesehen, wenn die Frau angeklagt wurde, beziehungsweise wenn es da Probleme gegeben hat, dann hat es den Mann betroffen. Dann hat es auch Strafen gegeben, die gegen den Mann auch gerichtet waren, wenn er quasi seine Frau nicht unter Kontrolle hatte. Da gibt es so das klassische Hausabdecken zum Beispiel, bei Ehebruch und so eine Sachen. Also es ist ganz sehr, 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 sehr absurde Sachen halt einfach. Und trotzdem ist es so, dass Frauen sehr wohl Rechte gehabt haben. Sie haben sehr wohl sich auch in der Theorie gesehen, zumindest auch selbst so auch vertreten können, in der Theorie. Und zum Beispiel auch selbst auch Handwerk ausüben, selbst auch Meisterin quasi auch sein. Es konnte auch selbst, also es war auch so, dass sie auch ganz normal Erbschaften auch hatten. Das heißt, auch selbst auch ein Vermögen hatten und. Also das sind alles Dinge, die jetzt entgegen dieses klassischen Bildes gehen, dass die Frau eigentlich zwar existiert hat, aber eigentlich nicht in Erscheinung tritt. In einer Sache tritt die Frau tatsächlich nicht in Erscheinung, und das sind zumindest jetzt im städtischen Gefüge wieder in der städtischen Politik. Also da waren sie eigentlich von Ämtern und so weiter auch ausgeschlossen. Da haben wir das überhaupt nicht drinnen. Wenn wir das Ganze jetzt auf eine höhere Ebene legen, dann haben wir sehr wohl Fürstinnen, die sehr wohl sehr viel Einfluss auch auf Landespolitik eventuell hatten oder auch auf Reichspolitik auch hatten. Ich möchte da ganz besonders die Zeit der Ottonen hervorheben, in denen die Gattinnen der Kaiser, also von Otto speziell Otto der Erste und Otto der Zweite, da hatten ihre Frauen wahnsinnig viel Einfluss auf die beiden, eben auf Otto den Ersten und auf Otto den Zweiten. Das waren ganz hohe Persönlichkeiten, ganz wichtige Persönlichkeiten, die auch dieser Zeit auch durchaus auch ihren Stempel auch aufgetragen haben oder aufgeprägt haben. Und das sind Dinge, die dann auch sehr gerne übersehen werden. Natürlich, man muss wieder aufpassen, wir reden hier von einzelnen Figuren, und die große Frage ist natürlich, gut, was ist aber mit der Masse? Und natürlich, wenn wir jetzt uns das Bäuerliche anschauen, dann fällt es uns ein bisschen schwerer, diese Sachen auch dann konkret zu benennen, weil halt einfach gewisse Sachen, einfach die Quellen für solche Sachen vielleicht weniger umfangreich ausfallen. Aber es gibt sie, wir können das rekonstruieren. Das Bild der Frauen im Mittelalter hat sich in den letzten Jahrzehnten, speziell durch die wissenschaftliche Erkenntnisse, die man erlangt hat, sehr stark auch verändert. Also Werke, wie sie noch so in den 19, ich sage jetzt einmal, weiß ich nicht, 70er vielleicht und 80er, ja ungefähr noch zu diesem Thema so entstanden sind und eben publiziert worden sind, da gibt es mittlerweile deutlich mehr Ergebnisse, weitere Ergebnisse, die ganzen Sachen auch vielleicht wieder widerlegen oder vielleicht noch eben differenzieren oder was auch immer. Es ist alles nicht so einfach. Es ist alles sehr kompliziert, wie einst ein österreichischer Politiker auch erwähnt hat. Und deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Da muss man wahnsinnig dabei auch vorsichtig sein und eben ja den Blick auch für Regelmäßigkeiten, aber auch für Unregelmäßigkeiten schärfen. So, bevor ich mich weiter verzettel und nicht mehr weiß, wo ich eigentlich jetzt abgebogen bin, es ging um Damen, es geht um die Einbindung in die Familie, ganz normal wichtige Arbeitskräfte. Das ist auch so ein Bild, um jetzt da wieder diesen Kreis zu schließen, das Bild der Frau, die jetzt sich nur um den Haushalt kümmert und so weiter. Ich habe das vorhin schon einmal erwähnt. Frauen waren wichtige und absolut notwendige Arbeitskräfte. Dieses Bild, das wir ein wenig für das Mittelalter sehen, nämlich dass die Frau für den Haushalt zuständig war, gekocht hat und so weiter, allein nur für diese Sachen tätig war, das ist eigentlich eine Entwicklung speziell so des 19. Jahrhunderts. Das ist noch nicht einmal lange her. Also das ist eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, wurde ins 20. Jahrhundert hineingetragen und ist dann ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das ja dann aufgebrochen, und dann sind wir im Endeffekt eh da, wo wir heute eben sind. Und Gott sei Dank hat sie das sehr viel getan, wenngleich da noch weiterhin sehr viel zu tun ist, was das angeht. Aber eine solche Arbeitsteilung,
wie es quasi im 19. Jahrhundert eben so vorgenommen wurde, beziehungsweise eher das Entziehen der Möglichkeit für Frauen erwerbstätig zu sein, selbst zu arbeiten, also jetzt in einem Berufsumfeld und so weiter, sondern eher verbannt zu werden ins Eigenheim und dann eben für die Obhut über die Kinder und speziell jetzt dafür das Führen des Haushaltes, das konnten sich mittelalterliche Familien nicht leisten. Da musste die Frau ganz normal auch mitarbeiten. Das war nicht möglich zu dieser Zeit. Das war eine wertvolle Arbeitskraft, die ganz normal auch eben genutzt werden hat, auch müssen. So, Gewand. Das ist eigentlich das, was ich hier vorhin erwähnen wollte. Wir haben grundsätzlich bei mittelalterlichen Gewändern, und das zieht sich jetzt eigentlich fast, also zumindest fürs Hochmittelalter bis ins Spätmittelalter so durch, wir unterscheiden zwischen Untergewand und Obergewand. Das Untergewand bestand hauptsächlich aus Leinenstoff, meistens auch irgendwie ungefärbt und so weiter, weil Leinenstoff auch ein bisschen schwieriger zu färben ist, beziehungsweise umständlicher, und vor allem die Farbe greift auch nicht so. Das war das, was gewaschen wurde oder was regelmäßig dann auch gewaschen wurde, während das Übergewand, das ein bisschen feinere war, das auch wärmere war, je nachdem, was für eine Witterung auch vorgeherrscht hat, das war aus Wolle. Das konnte auch noch gefüttert sein. In den höheren Kreisen war es wieder möglich, dass das Ganze dann mit zum Beispiel Barchent auch gefüttert war. Also das ist eine Mischung aus Leinen und Baumwolle oder Seide zum Beispiel auch. Das war sehr, sehr, sehr beliebt dann auch, sofern man das nötige Kleingeld auch dafür gehabt hat und man der eigenen Repräsentation etwas gut tun wollte dabei. Und ja, ob hier in dem Fall jemand mit Barchent bzw. mit Seidenstoff gefüttertes Obergewand anhat, wage ich zu bezweifeln. Da würde ich eher sagen, da hüpfen wir zu unserem wunderbaren Charakter hier rein. Bei dem würde das eher Sinn machen, natürlich. Aber im Grunde, die Grundstoffe sind komplett gleich wie bei den anderen Personen hier. Auch seine Hosen sind aus Wollstoff. Das Untergewand, also die Bruche, die er trägt, die Unterhose und auch das Hemd darunter ist aus Leinenstoff. Und das blaue Gewand oben ist außen Wolle und vielleicht eben gefüttert innen mit irgendwas anderem. Das sehen wir da jetzt da gerade auch nicht. Und der Mantel, beim Mantel sehen wir eine Fütterung, das sehen wir auch durch den farblichen Unterschied. Ist jetzt die Frage natürlich, womit das quasi gefüttert ist. Ist aber auch beim Mantel die Fütterung ein bisschen ein anderes Thema. In sehr hohen Kreisen konnte das dann auch zum Beispiel einen Pelzsaum zum Beispiel dann, glaube ich, auch haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, so mit Nerz und Co. Ziemlich fancy Sachen halt dann einfach, ja. Aber gut. Das ist die Männerkleidung, also sprich, wir haben Unterhose aus Leinen, wir haben Beinlinge oder geschlossene Hose aus Wollstoff, wir haben ein Hemd aus Leinen, wir haben Übergewand aus Wolle. Und bei den Damen ist es im Grunde nicht viel anders. Bei denen ist es aber eine Spur vielleicht quasi einfacher gestaltet, gerade was das Anziehen noch angeht, weil da gab es ein Unterkleid aus Leinenstoff und darüber ein Überkleid aus Wollstoff. Und da sind sie halt hineingeschlupft und grundsätzlich war die Sache erledigt. Ich meine, das ist auch hier wieder sehr vereinfacht dargestellt, weil es hat natürlich dann auch andere Kleidungsstücke auch gegeben. Ich habe zum Beispiel eine Hublande jetzt zum Beispiel noch nicht erwähnt. Und hier haben wir auch eine ganz besondere Darstellung, weil wir haben hier auch so Einschnitte vorne drinnen. Das sind so Taschen mehr oder weniger. Wir haben hier auch ein Übergewand, das ärmellos ist. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ein Gewandstück aus dem 13. Jahrhundert, das ist die sogenannte Sucot. Und die hat eigentlich überhaupt keinen Ärmelansatz und wurde über das Überkleid noch drüber gezogen. Übrigens hat es keinen Unterschied, also keinen sehr großen Unterschied gegeben zwischen Männervariante und Herrenvariante in dem Fall. Das haben beide Geschlechter getragen. Und das erinnert mich ein bisschen daran. Da bin ich mir nicht sicher, allerdings mit quasi ärmellosen
Überkleidern bei Frauen. Das weiß ich nicht. Da würden mich die Quellen dazu interessieren, die hierfür herangezogen wurden. Ansonsten, was vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass alle Leute, also alle Frauen hier auch ein Kopftuch tragen. Das ist gerade in der jetzigen Zeit mit den Vorgängen im Iran natürlich ein sehr brisantes Thema. Das war zu dieser Zeit sehr üblich. Was heißt sehr üblich? Das war die Norm, dass dass Frauen ein Gebände getragen haben. Das konnte unterschiedlich ausfallen, in höfischen Kreisen auch wieder ganz extrem kompliziert und sehr aufwendig, bis zu einem relativ einfachen Kopftuch, das halt so rumgeschlungen wird und dann halt mit Gebändenadeln befestigt wird, damit es auch drauf ist. Es geht um das Verhüllen der Haare auch, und wir kennen diesen sehr schönen Spruch auch unter der Haube quasi auch. Also das können wir Verbindungen herstellen. Inwiefern das jetzt wirklich auch akkurat ist, da bin ich kein Experte dafür. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass das Mädchen ab so dem heiratsfähigen Alter dann auch eben solche Sachen auch getragen haben, und spätestens dann mit der Hochzeit oder mit der Ehe wurde es dann als quasi normal einfach, dass das getragen wurde. Okay, hat aber übrigens eine andere Konnotation natürlich auch als das, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, mit diesen Vorgängen im Iran. Für all jene, die jetzt überhaupt nicht wissen, worauf ich anspiele, googelt es, schaut es euch an. Ernstes Thema, ganz, ganz, ganz ernstes Thema und sehr wichtig. Und ich solidarisiere mich da total mit der Bewegung dort und hoffe einerseits, dass jene Personen sicher bleiben, möglichst sicher bleiben, und auf der anderen Seite aber auch Erfolge auch erzielen und einen Umbruch dann auch erwirken. Gut, nebenbei erwähnt. Wir haben 4 Timber-Sachen. Ich glaube, den Trade-Post jetzt bauen. Das war, glaube ich, mein Vorhaben. Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war aber mein Vorhaben. Ich hoffe, ich rede jetzt da keinen Blödsinn. Aber ich glaube, dass das mein Vorhaben war. So. Und damit haben wir das auch schon gebaut. Sehr schön. Also gebaut, zumindest mehr geplant. Gebaut ist es noch nicht. Wir werden auch gleich wieder das schneller machen. Wir haben noch 1776 Tage, ich verdecke das jetzt gerade ein bisschen, Zeit. Aber ich schätze, es sind Tage, um die es da geht, um die Häuser der Leute auszubauen, einen Food-Stall zu bauen, einen Firewood-Stall und Clothing-Stall zu bauen. Ja, die haben wir bereits gebaut, aber ich würde eben zuerst andere Sachen noch erledigen, bevor wir da Sachen auf Stufe 2 ausbauen. Zuerst will ich natürlich meine Kirche haben, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben auch schon den Jänner erreicht. Ja, Jänner, nicht Januar, sondern Jänner. Typisch österreichische Bezeichnung. Und das bedeutet, dass bald auch, ein bisschen dauert es noch, bis der Winter vorbei ist. Aber schauen wir mal. Wir haben bisher noch immer nur 5 Familien. Ich meine, wir haben auch tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Häuser für die Familien. Das heißt, die 15 Personen entspringen tatsächlich diesen 5 unterschiedlichen Familien. Und das bedeutet natürlich, dass wir, sobald wir jetzt dann hier die Kirche bauen, in weiterer Folge mit den Bürgerhäusern fortsetzen. Wie viel brauchen wir für die Kirche?
Ah, ich finde mich hier noch nichts zurecht da herunten. Church 8. 8 kostet uns das. Also 8 Timber. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Ich würde sagen, deswegen, wir werden jetzt da hier die Woodcutter abziehen und dafür diese Familie in das Logging Camp hinzufügen. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, damit wir da ein bisschen mehr produzieren. Dieser Baum wurde zwar gefällt, aber und hat fast hier alles eingerissen, aber ist noch nicht verarbeitet worden. Finde ich auch spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Naja, das nächste da hinten. Sobald wir den Trade Post haben, können wir dann auch nun handeln. Und wir brauchen natürlich Güter, um diese zu handeln. Ich weiß noch nicht wirklich, was gut funktioniert. Ich habe das bisher noch nicht genutzt. Aber wir brauchen dann später auch diese Tools. Vor allem brauchen wir diese Tools, um hier diese Burgage Plots eben abzugraden. Damit wir eben zum Beispiel sagen, baut doch bitte Karotten im Garten an. Das bedarf einem Tool, also einem Werkzeug, und das müssen wir handeln, weil wir haben auch noch keinen Schmied, wir haben auch noch keinen Abbau für Eisen und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, was noch alles dazugehört. Das sind Dinge, die habe ich noch nicht wirklich da drinnen. Ist auch eine Frage natürlich, und es ist in dem Sinn auch eine berechtigte Frage. Danke fürs Stellen dieser Frage. Von mir selbst gekommen, ob eine Schmiede zum Beispiel in einer solchen Siedlung auch tatsächlich dann, also zumindest nicht im inneren Kern, das ist einmal ganz klar. Stocks damaged by weather, oje oje. Das ist einmal ganz klar, dass das nicht im inneren Bereich ist, aber wir würden wahrscheinlich von außen dann irgendwo noch, also in der Peripherie würden diese Sachen dann auch irgendwo noch unterkommen, um natürlich auch ganz normal. Ist das gerade komplett richtig, richtig kalt oder was passiert da aktuell? Weil da was kaputt ist nämlich. Aber es schaut nicht so aus, als wenn die Häuser kaputt wären, sondern eher nur, dass Waren, die oder Rohstoffe und Materialien, die eingelagert sind, dass die dabei Schaden nehmen oder verloren gehen. Aber gut. Ja, zur weiteren Planung. Ich würde ein Feld dann da hinten noch hinaufsetzen. Ich würde auf jeden Fall dann Schmiede da noch hineinsetzen. Die Weber, was ich noch gesehen habe. Also wenn wir hier unter... Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Nicht Gathering, Storage, Village Life. Industry, hier. Also Bloomery und Smithy würde ich auf jeden Fall außen hinsetzen. Da würde sich das, glaube ich, hier auch sehr gut irgendwo anbieten. Dann Malters und Brewery sind zwei Sachen, die... Ja, puh, schwierig. In einer Siedlung so etwas hinzubauen, finde ich sehr verfrüht, ehrlich gesagt. Aber gut, ist natürlich notwendig dann auch für die Herberge. Tannery, ganz wichtig, dass wir das natürlich einerseits haben, aber auf der anderen Seite, dass das auch außerhalb ist, weil, tja, das ist eine Sache, die wahnsinnig gestunken hat und dementsprechend nichts im Ortskern auch zu suchen hatte, weil dann einfach alles nur mehr gestunken hat. Das heißt, wir können quasi gewisse Handwerke jetzt schon versuchen, außen zu lagern. Weil das Ganze hat natürlich auch den Sinn, dass früher oder später diese Siedlung zu einer Stadt sich auch entwickelt, zu einer größeren Ortschaft, um irgendwann vielleicht einmal zur Stadt zu werden. Das werden wir mit diesem Spielstand natürlich nicht erleben. Wir können in der Demo ja leider nicht abspeichern. Aber wenn wir sowas halt im Hinterkopf behalten, hilft es natürlich auch ein wenig in der Planung unserer wunderbaren Siedlung. In den Ortschaften war es dann sehr üblich, dass eben Handwerk, das gestunken hat, also das Gestank verursacht hat, das
besonderen Dreck oder auch Lärm verursacht hat, eben nicht in der, ich sage jetzt einmal, klassischen Wohnzone sich befunden hat, haben, sondern eben dort platziert wurden, wo sie quasi möglichst wenig Leute in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt haben. Das ist dann auch teilweise durch die Handwerksordnungen und so weiter auch geregelt gewesen, wenn es ein organisiertes Handwerk war. Das bedeutet, dass für ein Handwerk, da sind wir jetzt wieder in einem städtischen Gebiet, weil das ist eine Organisationsstruktur, die sich eigentlich dann nur in, eigentlich mit einer Ausnahme, aber komme ich nachher noch zu sprechen, was sich halt im städtischen Gebiet so entwickelt hat, da haben wir einen sogenannten Zech- oder Zunftzwang, dass Personen dann, die ein gewisses Handwerk ausüben, innerhalb dieser Zunft sich befinden müssen, also Mitglied der Zunft sein mussten, um das Handwerk überhaupt in diesem Gebiet ausüben zu dürfen. Das hat ihnen Rechte, aber auch Pflichten mit eingebracht und sehr häufig, nicht immer, aber häufig, ist dann im Rahmen von Handwerksordnungen ganz genau bestimmt gewesen, wo diese Handwerker ihre Werkstätten auch errichten konnten, durften oder wo sie eben ihre Tätigkeit verrichten mussten. Und da werden dann teilweise auch konkrete, wirklich konkrete Gebiete genannt, also konkrete Straßen, wenn es im städtischen Gebiet war oder wenn man eben versucht hat, das ein bisschen weg von diesem innerstädtischen Gebiet zu halten, dass man sagt, auch außerhalb halt irgendwo, wo das dann auch immer war. Das ist aber auch hier wieder natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Der Trade Post ist fertig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich würde sagen, als nächstes haben wir gesagt, machen wir die Kirche. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen. Wir brauchen 4 Timber. Und das, obwohl ich jetzt eh schon 2 Logging, also 2 Familien als Woodcutter habe, dauert das ein bisschen. Aber gut. Wir haben noch für 7 Monate Essen und Brennholz für 11 Monate. Also wir kommen sehr gut dadurch die nächsten Monate. Natürlich, sobald jetzt da dann wieder Beeren und so weiter verfügbar sind, wird eine Familie dann auch wieder für die Nahrungsmittelbeschaffung abgestellt. Und mit 9 Häusern kommen auch neue Familien. Das heißt zwar mehr Mäuler, die gestopft werden müssen, auf der anderen Seite aber auch natürlich eine höhere Sammelrate wiederum von Beeren beziehungsweise auch Jagd- oder Beuterate, was eben die Jäger angeht. Noch einmal zurückzukommen, Handwerksordnungen mit dem, was ich gemeint habe, dass Ordnungen eigentlich häufig in städtischen Gebieten stattgefunden haben, also diese Organisierung dieser Handwerke. Das musste nicht nur im städtischen Gebiet sein, sondern es konnte auch überregional stattfinden. Das ist in der Steiermark, wo ich her bin, etwas auch gewesen, dass es einzelne Regionen gegeben hat und die Handwerker in diesen, also Handwerker eines Gewerbes in den unterschiedlichen Regionen haben sich dann zu einer solchen, wie es bei uns heißt, Zeche dann zusammengeschlossen oder eben Zunft. Es gibt zwar Unterschiede zwischen diesen beiden Sachen, aber ich denke, es ist an dieser Stelle völlig okay, wenn wir jetzt einfach von das gleichsetzen mit Zunft und Zeche und dass es eben nicht lokal stattgefunden hat in einer Stadt, sondern eben regional in einem größeren Gebiet auch. Das hat es auch gegeben. 5 Timber. Da fehlt noch ein bisschen was. Fehlt noch eine Kleinigkeit. Ich denke, ich werde jetzt dann das sowieso so handhaben, dass ich das Ganze jetzt dann auch splitten werde. Ich denke, der Teil 1 dieses Videoformats, dieses Let's Plays mit diesen Anekdoten
wird jetzt dort gleich dann auch sein Ende finden. Und ich werde dann kurz eine Pause machen, um dann nahtlos überzugehen in Teil 2. Meiner Stimme eine kurze Pause verschaffen. Es gibt jetzt eben ja leider nicht die Möglichkeit zu pausieren, zu speichern und dann einfach an einem anderen Tag weiterzumachen. Insofern muss das heute noch fertiggestellt werden. Aber ein paar Minuten Pause dann dazwischen. Aber davor möchte ich noch schauen, dass diese 5 Timber vorhanden sind. Ich werde jetzt aber noch 16-fache Geschwindigkeit auch auswählen, dass wir da auch ein bisschen flotter vorankommen. Zur Kirche gibt es dann nämlich auch noch ein paar Details zu nennen, wenn sie dann am Ende auch steht. Der Jakob, den ich zu Beginn des Videos schon erwähnt habe, der hat uns gestern Einblicke gegeben, wie es zur Gestaltung dieser Kirche auch gekommen ist und wo welche Sachen auch zu finden sind, weil da gibt es einige Elemente davon, die ja Originalen quasi entnommen wurden und hier für dieses Spiel dann auch eingebaut wurden. Kann es sein, weil es kommt nämlich kein 5. oder kein weiterer Timber dazu, kann es sein, dass ich das, dass mein Lager voll dafür ist? Nein, schaut mal, 55. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Die Beeren sind auf jeden Fall bereits verfügbar. Das bedeutet, dass ich nun wieder aus dem Camp, aus dem Logging Camp, wieder eine Familie abziehe und eine Familie nun hier wieder hinzufüge. Aber irgendwie lädt das nicht, beziehungsweise kommen da keine neuen Loks dazu. Liegt das vielleicht tatsächlich daran, dass irgendwo etwas nicht ordnungsgemäß gemacht ist? Wo sind meine Holzarbeiter? Transporting, gathering, going inside, transporting. Was transportest denn du? Fleisch, okay. Ihr seid gerade nicht am Arbeiten, also zumindest nicht am Inhaltlichen, was ihr eigentlich zu tun habt. Na gut, dann werde ich das jetzt anders handhaben. Nachdem wir jetzt bereits im Mai sind und wir nun ein ganzes Jahr schon gespielt haben, will ich das jetzt so handhaben, dass ich an dieser Stelle das Spiel pausiere, das Video, hier dieses erste Video beende, eine kurze Pause mache, mir in der Zwischenzeit ansehe, woran das liegt. Ich will jetzt nicht großartig Fehlersuche betreiben im nächsten Video, sondern ich möchte ja schauen, dass ich einerseits Fortschritte hier erziele, um euch wieder etwas erzählen zu können, zu der ganzen Darstellung in dem Spiel und so weiter, zu den ganzen historischen Dingen, die sich da ergeben. Da will ich jetzt nicht mich auf mechanische Fehlersuche begeben. Daher werde ich das jetzt an dieser Stelle mal fürs erste Video lassen. Ich bedanke mich vielleicht für die Aufmerksamkeit, sofern sie mir geschenkt wurde. Es ist bei einem VOD echt komisch. Ich bin eigentlich nur Livestreams gewohnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, wenn ich irgendwie auf da Dinge eingehen kann, was auch immer, dann bitte einfach in die Kommentare drunter schreiben. Ich nutze jetzt diese letzte Minute des Videos noch für zwei Dinge. Ich möchte drei Personen nennen, die auch ganz besonderen geschichtlichen Content auch liefern, History-Content liefern. Alle drei Personen, die auch Livestreams produzieren, aber zumindest bei zwei weiß ich, dass die auch YouTube-Videos auch machen. Der erste ist der liebe Hamilcar Gaming.
mit einem Unterstrich. Ich werde es auch dann in die Kommentare bzw. in der Beschreibung auch noch hineinschreiben. Ebenfalls jemand, der sein Doktorat schon abgeschlossen hat und im Bereich der Templerforschung auch tätig ist und wahnsinnig viel Wissen auch zu dieser mittelalterlichen Epoche auch besitzt. Auf der anderen Seite haben wir dann Excavation Time, der nicht in Geschichte den Doktor macht, sondern in der Archäologie. Allerdings in der mittelalterlichen oder für die mittelalterliche Epoche auf Twitch zu finden. Also ein Kollege von mir, der ebenfalls gerade die Doktorarbeit erstellt und hoffentlich auch bald fertig damit es auch ist. Und natürlich ganz wichtig, Geschichtsfenster, insbesondere auf YouTube zu finden, aber auch auf Twitch streamend. Wenn ich das jetzt, ja, freilich dazu einen Raid vor kurzem auch gegeben, an dieser Stelle noch mein herzliches Dankeschön. Ein quasi auch Kollege von mir, der sich sehr vielen Themen auch widmet, sehr viel auch Alltagsgeschichte darstellt bzw. behandelt und vor allem sich auch die Repräsentation oder Präsentation von Mittelalter in Dokumentationen und Filmen und Co. und so weiter sich auch anschaut. Und das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist Aufklärungsarbeit, die mir eigentlich, würde ich sagen, zu mühsam ist, um es ganz ehrlich, ja, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen, ja, danke in diesem Sinne an Geschichtsfenster. Verlinkt ist es unten drinnen. Danke noch einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einiges mitnehmen. Und es geht im nächsten Video weiter, genau an derselben Stelle oder mehr oder weniger an derselben Stelle. Nicht, dass ich viel inhaltlich jetzt tun werde in der Zwischenzeit. Ich werde mir nur das mit dem Holz da schnell anschauen. Wir sehen uns. Bis bald. Schön, dass du dabei warst.